Ja, meistens sein, ich verstehe gar nicht, diese ganzen Quellen, die du hast, die sind alle extrem fragwürdig. Du aus, du sagst Nein, diese Sachen. Sahih ist authentisch. Das kannst du Okay. nicht ablehnen. Du kannst nicht sagen, Sahih ist unauthentisch. Okay. Ich kann es dir zeigen. Komm, ich zeig's dir sogar. Okay. Ich zeig's dir. Weil ich spiele keine halben Spielchen. Also ich komme schon mit Quellen. Das ist nur die meisten Sachen kann ich schon auswendig. Deswegen. Meine lieben Geschwister, ne, nicht vergessen, Leute, alle liken. Ich küsse doch eure Herzen. Ne? So, erases Hallo alle zusammen, ich wollte euch mal grüßen. Gar Hallo. Hey, geht's dir? gut, müde. Du auch Alles mehr gut, müde. ja. Sind alle müde. Ja, alle. Muss jetzt ganz kurz gucken. Also, Sunan an-Nasai. Erstens, ich gebe dir jetzt mal die Quellen mal durch, die bekräftigt sind und die auch sehr, sehr authentisch sind. Und zwar Imam al-Bukhari, okay? Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidhi, Imam Ibn Majah, okay? Das sind die authentischen sunnitischen Quellen, okay? Und zwar, wir lesen hier in Sunan an-Nasai 2919. Ja, ich drehe meine Kamera, weil nicht, dass es am Ende heißt, hey, Flex, du bist ein Täuscher, Flex, du bist das, Flex, du bist das. Ich zeig's dir. Kleinen Moment. So, when we take the black cover. Haben. Also. O Abu Abdurrahman, why do I only see you touching these two corners? He said, I heard the Messenger of Allah saying, touching them erases sins. And I had him say, whoever Oh, kann mir einer das Wort mal, ich fresse hier Wörter. Juli, kannst du mir das mal sagen? Circumambulates. Circumambulates. Circumblades, ja. Ja, circumambulates. Seven times it is like freeing a slave. So, Okay. the stone, wenn du es anfassen tust, ja, the stone, it erases sins. Also ich dachte, Gott vergibt Sünden, aber wie es aussieht, dient ihr zwei Götter. Deswegen kniet ihr euch auch nieder in der Kaaba, weil der Stein vergibt Sünden. Das steht da aber nicht. Da steht, dass wenn du den Stein berührst, werden dir Sünden vergeben. Aber das steht nicht vom Stein. Ja, genau. Genauso Aber wie wenn du damit zum ist Beispiel der Stein 100. gemeint. Lies mal The Book of Hajj. Da geht es um den schwarzen Stein. Bitte, Levin, ich bin nicht hier, um zu heucheln. Ich bin hier, um die Wahrheit zu sagen. Lies The Book of Hajj. Nimm dir bitte diese Quelle, okay? Nimm dir bitte diese Quelle und lies davor, danach und dann wirst du sehen, damit ist der schwarze Stein gemeint. Also jetzt gerade kann ich es machen, weil sonst müsste ich aus dem Live austreten. Ja, und bitte, wenn du mir das auch nicht glaubst, damit sind zwei Ecken gemeint. Das hat auch der Bruder gerade geschrieben, in Jemeni, die Ecke der Stein ist damit gemeint. So, und wenn du das anfassen tust, ja, ist was, werden dir die Sünden vergeben. Also, Nummer eins, wer vergibt Sünden? Der Nur Stein Gott. Das oder steht da aber nein, nicht. Das steht nein. nicht. Guck mal, wenn er jetzt stehen würde. Berührt den Stein, denn er wird euch die Sünden dafür vergeben. Dann wird ganz klar gesagt, der Stein vergibt Warum? euch die Guck Sünden, mal, wenn du siehst ihn du, jetzt berührst. heuchelst du. Jetzt Nein, ich heuchelst heuchle nicht, ich bin du. kein Heuchler. Ja, aber Was du heuchlst heuchelst jetzt gerade. du? Nein. Natürlich, weil hier steht drin, he said, I heard the messenger of Allah say, touching them erases sin. Mohammed selber hat gesagt, fass es an
und was deine Sünden werden dir vergeben. Ich frage dich jetzt und bitte antworte ehrlich: Vergibt der Stein dir Sünden oder vergibt Gott dir Sünden? Wer ist jetzt dein Gott hier? Da steht, die werden dafür Sünden vergeben, aber nicht vom Stein. Da steht, die Sünden werden vergeben, aber da steht Aber wozu nirgendwo muss man den Stein anfassen, dann, deiner der Meinung nach? Stein, das ist dann einfach eine gute Tat. Genauso wie wenn man. Hier steht nicht das, was du sagst. Der Mohammed hat gesagt, touching them, wenn du es anfasst, ja, werden dir Sünden vergeben. Ja, das habe ich verstanden. Ja, Aber ich sagte, aber. ist das für dich keine Götzendienst? Einen Stein Nein. anzufassen und zu denken, dass dieser Stein dir Sünden vergibt. Das heißt also, du kannst jemanden morgen therapieren, geh schnell zur Kaaba und fass den Stein an, deine Sünden sind dir vergeben. Glaubst du echt an so einen Müll? Nicht erstmal, guck mal, das ist jetzt wieder so, also ja. Da steht doch nicht, dass der Stein dir die Sünden vergibt. Da steht dir, die Sünden Bruder, werden dir vergeben. Sünden werden dir vergeben. was ist los mit dir? Hä? Was ist denn? Da steht doch nicht, dass der Stein dir Sünden vergibt. Da steht, die Sünden werden dir vergeben. Das ist quasi eine gute Tat. Also vergibt der Stein dir Sünden. Das ist das Gleiche. Warte, lass mich. Kannst du nur mal kurz, ich will das nur mal kurz selber lesen, um sicher zu gehen, dass ich jetzt Aber hier was für eine gute Tat, dass dir direkt deine Sünden alle. Also wir würden Watching jetzt them irgendjemanden umbringen erases. und dann in die Da steht Kirche ein nicht, Kreuz anfassen. dass all deine Sünden dir vergeben werden. Da steht, es ist Das vergibt ist Sünden, ein. steht da. Ja, also, es vergibt Sünden. Bruder, rede es nicht schön. Das steht da drinne. Ich rede das nicht schön, aber du redest es schlecht. Du sagst gerade, dass der Stein dir die Sünden vergibt, aber das steht einfach Also, nur, wenn du, lass mich doch mal ausreden, Levin. ganz kurz. Ja. Da steht, wenn du den Stein anfasst, werden dir Sünden vergeben. Aber da steht Okay. nicht vom Stein. Wo steht ein paar Sünden? Wo steht es? Weil du interpretierst es jetzt von dir aus. Jetzt Touching meine them Frage. erases sins, nicht. Okay, erase sins. Und wo steht ein paar? Wo Und lesen wir, dass es nur ein paar wo steht Sünden sind? alle? Wo steht alle? It erases sins heißt, deine Sünden werden dir vergeben. Ja. Erases Levin, sins. Levin, Levin, bitte. Bitte, bitte nicht versuchen, etwas zu verteidigen, was man nicht verteidigen kann, weil es steht so drinne. Das ist also deine Ansicht. Ich sehe das Der anders. Stein, ja, dann willst du aber heucheln. Dann Nein, ich heuchelst heuchle nicht. du. Ich heuchle nicht. Das hat nichts mit Weil, Ansicht zu tun. Der liest es dir doch gerade vor. Da steht es doch einfach genau, ich schwarz auf lese es weiß. dir klipp und klar schwarz auf weiß vor und du willst den hier machen. Du willst Tap Dancing machen. Du kannst bei diesem Vers kein Tap Dancing machen. Der Stein ist euer Gott. Der Stein vergibt dir Sünden. Das ist Ich bin klar und Muslim deutlich. und Steht ja auch nicht ich jetzt, bete da steht nicht ja auch diesen nicht, wenn du Stein den an. Stein anfasst, dann werden dir Sünden vergeben durch Gott oder wird Allah dir Sünden vergeben. Nein, also dann. Weil die Muslime, die hier in Chats sind, das sind sowieso Heuchler, die geben das niemals zu, was hier drin steht. Ist aber eingestuft als Hassan, Darussalam. Das ist Ja, aber da steht ja anzweifelnd. nichts von Gott, da steht gar nichts von Gott. Steht einfach nur der Prophet und dass er sagt, wenn du es anfasst, dann werden deine Sünden vergeben. Gott wird da gar Richtig. nicht mal reingetan. Also, deine Sünden werden gewaschen. Fass es an und deine Sünden werden gewaschen. Bitteschön. Das heißt also, wenn ich morgen jemanden therapiere, ich gehe ganz schnell zur Kaaba, boom, touching them, erases sins, fertig. Okay, So also muss warte man mal, sie eine das machen. Frage dann mal ganz kurz. Ich Bleib mal kenne. dabei. Bleib mal bitte Ja, dabei. ich will Was nur ein machen anderes wir? Beispiel nennen im Christentum und dann will ich fragen, ob das dasselbe ist. Also wenn man sich taufen lässt, dann wird man ja auch gewaschen. Und ist man danach nicht auf, werden dann eigentlich auch Sünden vergeben? Also vergibt das Wasser einem die Sünden jetzt oder wie soll ich das Du verstehen? hast Hast das. das gehört? Okay, Juli, du kannst antworten. Ansonsten Okay, antworte. ich tue mein Bestes, um es zu beantworten. Also erstens, es geht nicht nur ums Wasser, es geht darum, dass du dein altes Leben hinter dir lässt und ein Ja. neues Leben annimmst. Das heißt, du entscheidest dich bewusst für unseren Herrn Jesus, der der Richtig. wahre Weg ist, Licht und die Wahrheit und die Ewigkeit. Und damit schließt du einen Bund mit Jesus, dass du dein Leben auch änderst. Und wenn du ihn in dein Herz lässt, dann wirst du auch ein anderer Mensch. Also nicht das Wasser ändert dich, sondern deine Entscheidung für den Herrn Jesus. Richtig. Und das Wasser ist das Symbolische, dass du einfach das machst, was der Herr auch gemacht hat. Taufen lassen im Namen vom Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also es ist nicht das Wasser jetzt, was Hokuspokus macht, sondern der Herr Jesus ist der Weg. Okay, ja. Ja. Und da steht auch nicht, dass der Stein dir die Sünden vergibt. Da steht,
wenn du den Stein Okay, anfasst. Levin, Aber du wo steht denn heuchelst Gott? gerade. Also in diesem Vers, wo Levin, kannst du, nein, wo ist Gott? Julie, brauchst du nicht weiter erklären. Er heuchelt gerade und das gefällt mir nicht. Ab hier fängt es, ist der Punkt schon gekommen, wo ich sage, da brauche ich auch gar nicht mehr weiterreden, weil ich mag es nicht, wenn ich etwas zitiere und die Leute wollen es ums Verrecken mit allem drum und dran, um jeden Mittel das zu verteidigen. Das, was der Imam vor ein paar Tagen gemacht hat. Einfach eine Quelle, die Sahih ist, lehnt er einfach ab, sagt er, ich lehne es von meinem Herzen ab. Nein, er ist offiziell ein Käfer. Warum? Er muss das annehmen. Das ist Sahih, es muss angenommen werden. Und jetzt versuchst du ebenfalls, diesen Text schön zu reden. Da steht, touching them erases sins. Fertig, Punkt aus. Ja, ich sag ja nicht, wer würde ich sagen, nein, es vergibt, es werden dir keine Sünden vergeben, dann würde ich ja dieser Aussage nicht zustimmen. Aber ich sage, der Stein vergibt dir nicht die Sünden, sondern Gott vergibt dir die Sünden. Für deine Tat, die du machst. Ja, aber wir müssen ehrlich sein. Mohammed sagt selber, touching them erases sins. Wenn ich zu dir komme und ich sage, hey, Levin, fass das an, deine Sünden sind dir vergeben. Was soll ich da noch philosophieren? Ja, Weil okay, gut. Du sagst mir, für was jetzt? Guck mal, durch die Tat, du sagst mir durch die Tat. Levin. Nochmal. Du philosophierst rein. Wir brauchen nicht philosophieren. Wenn ich zu dir komme und sage, touch it and it will erase your sins, fass es an und deine Sünden werden dir vergeben. Was soll ich da jetzt noch philosophieren? Soll ich jetzt noch sagen, ja, aber da werden dir vielleicht nur zwei Sünden vergeben? Das ist das, was du jetzt gerade machst. Nein, guck mal, wenn du mir sagst, nimm mir mal das Beispiel, was du gerade gesagt hast. Wenn du mir sagst, fass jetzt beispielsweise mal jetzt die Wand an. Wenn du die Wand anfasst, werden dir deine Sünden vergeben. Dann sagst du mir, durch die Tat, die du machst, indem du die Wand anfasst, Das werden geht dir deine nicht durch Sünden die Tat. vergeben. Siehst du, Du du sagst mir heuchelst. aber Das nicht, geht nicht die durch die Wand vergibt Tat. dir die Sünden. Es macht, wenn du mir sagst, fass die Wand Levin, an, die das Wand vergibt steht dir deine nicht Sünden. durch die Tat. Der Prophet zitiert nicht das, was du gerade sagst. Das steht nicht durch die Tat. Da steht, fass es an, deine Sünden werden dir vergeben. Das Da steht steht nicht. auch nicht, dass der Stein dir die Sünden vergibt. Ja, aber da Das steht steht da auch nicht, nicht. dass Gott dir die Sünden vergibt. So kann man es auch Ja, sehen. Also ich als das steht da auch nicht. Außenstehende sehe gar nichts mit Gott da. Also Okay, was meint denn jetzt Mohammed damit? Fass es an und dir werden die Sünden vergeben. Was sind denn die zwei Ecken in der Kaaba? Du heuchelst. nach meiner Auffassung, wenn ich das jetzt mal so sage, dass es eine gute Tat ist und dass sie dafür Sünden vergeben werden von Gott, Okay, aber nicht vom alles klar. Stein. Okay, du hast uns erleuchtet. Alles klar. Okay, du hast Eine uns gute erleuchtet. Tat, also wo ein Haufen Menschen sich fast zerquetschen dort und ja, also unser Gott, den können wir erreichen, egal wo. Also ganz kurz und noch dazu, Levin, finde ich schade, dass du heuchelst, weil da steht auch drinne, wenn du um die Kaaba 7-mal zirkulierst. So, wie oft müsst ihr in der Kaaba zirkulieren? Jetzt bin ich gespannt, ob du eine andere Zahl sagst. Wie oft? Mal gucken, ob du jetzt deinen Koran selber begraben tust. Wie eine andere Zahl, warum Oft soll ich musst du in denn? der Kaaba dich drehen? Wie oft in diesem Kreis? Wie oft? 7-mal? 10-mal? Wie oft? Jetzt mal gucken, ob du dich selber begräbst. Weil da steht 7-mal. Wenn da steht 7-mal, dann 7-mal. Also, und was sind denn die zwei Ecken damit gemeint? Die Steine? Welche Steine sind das denn in der Kaaba? Wie, du meinst diesen Stein da an der Ecke, Levin, der. merkst du was? Du hast gesagt, da steht kein Stein, aber da steht drinne, when you circulate 7 times around the Kaaba. Also, ich frage dich nochmal, wie oft musst du in der Kaaba zirkulieren? Ich war noch nicht da. Ich weiß nicht, wie oft man da zirkulieren muss. Siebenmal. Okay, Siebenmal. siebenmal. Gut. Genau. Woher Da weißt du das? steht drinne, Mohammed hat gesagt, touching them erases sins. Was ist damit gemeint? Touching them erases sin, dass dir Sünden vergeben werden, wenn du es anfasst. Dankeschön. Also, wer ist jetzt dein Gott? Der Stein oder Allah? Weil Allah vergibt auch Sünden. Der Stein vergibt Sünden. Wer vergibt dir Sünden? Wer ist Für Gott? mich wird da nicht gesagt, dass Sünden von dem Stein vergeben werden. Okay, bist du schwer vom Begriff? Nein, bin ich nicht. Warum verstehst du nicht das, was ich sage? Jeder Mensch hier in dem Chat hat es begriffen. Hast du eine Blockade, Levin? Dann sag es mir ruhig, das ist kein Ich Problem. habe Hast keine du eine Blockade. Blockade?
Du sagst, du nimmst gerade das, was du gerade eben vorgelesen hast, und sagst, dass dieser Stein dir Sünden vergibt, aber ich lese das da nicht drin. Ich sehe nicht, dass da Steine, also da wird nicht gesagt, der Aber Stein wenn du vergibt dir diesen Sünden. Text, also ganz ehrlich, wenn du einen Brief bekommst, ich will nicht wissen, wie viele Fehler du machst. Also wenn du das nicht mal verstehst, was hier drinne steht, dann bist du der total verloren, dann bist du echt verloren. Nein, bin ich nicht. Da steht nirgendwo drin, dass der Stein dir Sünden vergibt. Okay, und was meint denn damit Mohammed die zwei Ecken, wenn du sie anfasst, dann wird dir die Sünden vergeben? Was ist es dann? Meint er die Gurke? Meint er seine Füße? Touching them, was vergibt denn Sünden dann? Gott vergibt dir die Sünden für deine Tat. Ach so, wenn du was anfasst? Guck mal, das ist wie, wenn jetzt Prophet Oh Mohammed nein, sallallahu was alaihi soll, Mohammed hat gesagt, touching them erases sins. Was meint er damit, touching them, was anfassen? Den Stein. Okay, du hast aber gesagt, da steht kein Stein, damit ist nicht der Stein gemeint. Also was ist dann gemeint? Hä, wie, da steht kein Stein? Nee, da steht, du sollst den Stein anfassen und dann werden die Sünden vergeben. Warte, ich nenne dir ein anderes Beispiel, dann verstehst du vielleicht, was ich meine. Das ist wie, wenn, als er den Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesagt hätte, befreie einen Sklaven und dir werden Sünden vergeben, aber dann vergibt ja nicht der Sklave dir die Sünden, sondern Gott vergibt dir die Sünden für deine Tat. Das ist Danke. das. Mohammed hat aber das nicht gesagt. Mohammed zitiert, fass es an und deine Sünden werden dir vergeben. Mohammed zitiert nicht das, was du sagst. Ja, das ist nur ein anderes Beispiel jetzt, aber mit derselben Kannst du nicht ein anderes Situation. Beispiel bringen, wenn Mohammed was anderes zitiert? Ja, aber du sagst die ganze Zeit, dass der Stein die Sünden vergibt, aber das steht da drin nicht. Das Ja, steht nicht aber da. wenn Mohammed sagt, fass es an und dir werden Sünden vergeben, dann ist der Stein ja in dem Moment Gott. Warum? Weil er vergibt die Nein. Sünden, sobald du es Warum ist der Stein Gott, Uli, bitte erklär das ihm. Das Also, wird sehr ich als schwierig für ihn. Außenstehender, ich habe ja nicht so, befasse mich nicht so mit dem Islam, ehrlich gesagt. Alles, was ich lerne, lerne ich wirklich aus den TikTok-Lives, ganz ehrlich. Aber wenn ich das mir so ansehe und diesen Vers lese, dann sehe ich nirgendwo Gott. Also, der sagt jetzt auch nicht so, wenn du den Stein anfasst, dann wird Gott dir deine Sünden vergeben. Und da Also, steht er auch bringt nicht, Gott dass der da Stein dir gerade. Sünden vergibt. Ja, aber er bringt auch nicht Gott da rein. Wer vergibt denn dann in dem Moment? Also wir lesen nur den Stein und derjenige, der es sagt. Die Weißt Muslime du? glauben nur an einen Gott, der die Sünden vergibt. Also wer soll denn sonst die Sünden vergeben als Gott? Ja, der Stein. Warum der Stein? Weil da steht drinnen, touching them erases sins. Du hast eine Blockade. Okay, und wenn ihr jetzt dann. Hören wir mal jetzt nochmal ganz genau zu. Und wenn jetzt noch Nein, du ein checkst es anderer. gar nicht. Also Nein. wenn ich jetzt dein Lehrer wäre, ich hätte dir eine fette 6 gegeben. Ich sag dir ganz Ja, ehrlich. ich würde dir auch eine fette 6 geben, weil du interpretierst da. Im Deutsch. Okay. It doesn't make sense to me. It doesn't make Okay, sense. merke ich mir Leute, auch als voraus. das ist das, was ich wirklich nicht mag, Leute. Wenn man Leuten etwas erklärt und die Dinge sind offensichtlich und die checken das nicht. Leute, ich mag sowas gar nicht, Alter. Ja, du zeigst ihm was, er sieht es, er liest es und dann will er es aber drehen und wenden und sagen, nein, das ist aber nicht so, das ist was, damit was anderes gemeint, obwohl es aber da drinnen steht. Schwarz auf weiß. Ja, er will einfach verteidigen, aber er hat eigentlich auch nicht so viel Ahnung. Das hat er, glaube ich, von Anfang an auch gesagt, dass er nicht so viel Ahnung hat und noch am Lernen ist. Aber ich wollte ihm gerade noch was sagen, weil der war schon raus. Auf jeden Fall wäre es schon gut, wenn er erstmal die Tora liest und dann das Injil und dann den Koran nochmal. Dann wird er auch verstehen, weil er wollte, am Anfang hat er ja auch irgendwie gemeint wegen Jesus. Also er muss einfach nur viel lesen und sich da, ja, reinlesen einfach. Ja. Aber wegen dem Vers auf jeden Fall, also wie ich es lese, da steht ja auch nicht, dann wird Gott dir deine Sünden vergeben. Das steht nicht drin. Also unser Herr Jesus, wir können ihn zu jeder Zeit rufen, 20 Mal am Tag und einfach mit ihm reden, zu ihm beten und wir brauchen nicht irgendwas anzufassen oder irgendwas zu machen, um irgendwie Buße zu tun bei ihm und vergeben zu werden. Deswegen ist unser Gott ist sehr liebevoll und bequem, alles ist bequem mit ihm. Absolut. Coach Ranky hat geschrieben, na und überall kann schwarz auf weiß etwas stehen. Ja, Coach Ranky, ich würde jetzt einfach mal sagen, du solltest deine sunnitischen Quellen vielleicht mal ein bisschen mehr in Betracht ziehen oder ja, dich damit mal vielleicht befassen. Du betest einen Gott an, der in Ohren uriniert, wenn du am frühen Morgen zum Gebet nicht aufstehst.
Satan wohnt in deiner Nase, wenn du nicht dreimal deine Nase waschen tust. Also da würde ich mir auch starke Gedanken drüber machen. Das ist auch nicht böse gemeint. Ich zitiere nur aus deinen Hadithen plus, die sind sahih, sind noch authentisch. Du musst dir auch mal vorstellen, wenn du einen Hadith lesen tust, Leute, schreibt es euch auf, Sahih al-Bukhari 1144. Stellt euch mal vor, wenn ihr zum Gebet nicht aufsteht, Satan uriniert in deinen Ohren, du stehst am frühen Morgen auf, du hörst sowieso nichts, ja. Ja, genau, das ist das Problem. Ihr hört nichts mehr, stumm, tot, bam, Blockade. Oh, du Billah, und dann kommt Urin raus. Oh, du Billah, Urin. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. All same, the same thing. All the time. Keiner Ja. will. Yes. Ja. Auf jeden Fall. Keine Ahnung. Also Katastrophe. entweder sie wollen es nicht sehen oder sie sehen es wirklich nicht. Leider. Aber ja. Gottes Segen. Geschrieben, nimm Gottes mich mit, Segen. wir diskutieren, ich nehme dich auseinander. Oh, na gut, da bin ich mal gespannt. Let's get ready for some spiritual rumble. Hallo. Erstmal einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Um was diskutieren wir hier gerade? Um welche Religion geht es denn überhaupt? Geht um deine satanische Lehre, die du folgst. Über den Islam also. Das ist eine satanische Lehre, ja. Eine satanische, okay, warum soll es eine satanische Lehre sein? Erklär es mir. Weil dein Prophet laut Sahih al-Bukhari eigentlich ja ein falscher Prophet ist. Warte mal, warum soll unser Prophet ein falscher Prophet sein? Ja, also, dann geh mal in Sahih al-Bukhari 3, weil du hast gesagt, du nimmst mich auseinander. Also, bezeig's mir mal. Geh Komm, mal in Sahih komm, wir reden. al-Bukhari 3. Okay, warte, du hast ja gesagt, dass wenn man nicht morgens aufsteht, der Satan einem in... Was hast du genau gesagt? Ich habe es nicht genau in meinem Kopf. Ich dachte, du hast Ahnung, weil du hast in den Chats sehr, sehr Ich habe, hochmütig geschrieben. Du hast gesagt, ja, hey, du ich verpetzt habe Ahnung. Ich will nur noch mal wissen, was du gesagt hast, mich. Okay, deswegen. ich lese es dir vor. Guck mal, ich mach extra für dich die Quelle auf, okay? Okay. Und dann können wir darüber debattieren. Das ist gar kein Problem. Bilal, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 20. Okay. Okay, also bist du Sunnite oder bist du Schiite? Ich bin Sunnite. Okay, du bist Sunnite. Also, dann akzeptierst du auch Imam al-Bukhari, Tirmidhi, An-Nasai, Muslim, Abi Dawud und Ibn Majah. Das musst du akzeptieren, weil du bist ja Sunnite. Natürlich. Okay, alles klar. Warte mal, Spend Rama Official. Jetzt guck mal, ich gebe dir einfach eine schöne Blockade. Ich wünsche dir alles Gute, komm mit einem anderen Account. Bumm, ciao. So, dann schlag mal bitte Sunan Ibn Majah 1330. Okay, warte. Und lies uns das mal bitte laut vor. 1-3, was ist 1-3-3-0? Sunan Ibn Majah 1330. Okay, warte. Ja, Leute, jetzt wird's interessant, ne? Jetzt gucken wir mal. Okay, hier steht, ich habe es ja auf Englisch. Kannst du Ja, dann Englisch? lies mal vor. Mention was made to the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala of a man who slept until morning came. He said that is because Satan urinated in his ears. Oh, Satan uriniert in deinen Ohren, nur weil du zum Gebet nicht Okay. aufstehst. Was machen wir denn Ja, jetzt? okay. Das Gebet ist einer der fünf Säulen des Islams. Hältst du dich nicht an einen der fünf Säulen, bist du kein wahrer Muslim. Wenn wer Okay, sich nicht nach der das Religion interessiert mich sehnt. gerade. Meine Frage ist, Okay. wenn du Okay. vergessen hast, zum Gebet aufzustehen, warum uriniert Satan in deinen Ohren? Aber wenn du den Gebetsruf morgens hörst und du mit Absicht nicht zu diesem Gebet aufstehst, dann uriniert er in deine Ohren, damit du dieses Gebet nicht hörst und weiterhin dieses Gebet verpasst. Richtig. Das heißt also, Satan uriniert Millionen von Menschen, die auf der Welt sind. Wie kann Satan gleichzeitig überall sein und jeden ins Ohr urinieren? Kannst du mir das erklären? Satan ist nicht Satan, es gibt eine Herde von
Teufeln, kann man so Nur und nur, sagen. wenn, weil du nicht aufstehst, uriniert dir ein Dämon ins Ohr, oder wie? Es ist nicht eins Bruder, zu eins werd übersetzt, wach. Es ist krank, dieses es Ding. ist nicht eins zu eins übersetzt, das ist in dein Ohr uriniert, sondern es macht eher Falsch. gesagt, es ist eine Lügst. Anspielung, es ist eine Nein. Anspielung, das ist deine Ist nicht Ohren taub metaphorisch machst zum gemeint. Morgens nicht. Wo willst du das wissen, dass es nicht so gemeint ist, Bruder, oder ich bei weißt du lerne es? von. Oh Ja, aber wieso Mann. steht da nicht, dann werden deine Ohren zugemacht, Warte, oder hält. Julie, Oh, sorry. ganz kurz, Julie. Ganz kurz, Julie. Bilal heißt du oder Belal heißt du? Genau. Okay. Erstens, ich lerne von Ex-Selefis. Ex-Selefis lerne ich. Ich sag das nicht umsonst. Die Quelle ist klar und deutlich. Wenn du zum Gebet nicht aufstehst, uriniert dir Satan in deinen Ohren. Ja, du sagst Ex-Salafis. Warum? Weil sie sich dem Teufel zugewandt haben und der Religion sich Das ist nicht abgewandt die haben, Frage. Ich habe weil sie gesagt, nicht morgens zum Gebet aufgestanden sind und das sie ist nicht genau das mein gleiche. Problem. Ich habe gesagt, wir sprechen hier von deiner Quelle, die authentisch ist. Wenn du zum Gebet nicht aufstehst, uriniert dir Satan in deinen Ohren. Warum wollt ihr das auf Krampf noch verteidigen? Ich bin ehrlich, wäre ich Auf was Moslem ist, und ich würde sowas hören? was ist daran so schlimm? Was soll jetzt Hörst daran du so schlimm? mir zu überhaupt? Hörst du mir Wenn du zu? nicht morgens, Hörst du ja, mir wenn du, ja, ich zu? höre dir zu, ja, ich höre dir Okay, doch dann zu, lass auch wenn mich du zu Ende morgens nicht zum, reden. okay, rede zu Ende. Lern mal bitte Ausreden zu lassen. Bitte lern das mal. Ja? Alles gut. Es geht darum, damit du das verstehst, wo, in welcher Richtung das geht. Wenn du zum Gebet nicht aufstehst, uriniert dir der Satan in deinen Ohren. Ist es eine göttliche, Attribut? Ist es göttlich überhaupt, diese Aussage? Oder ist es dämonisch? Eine Frage an dich. Es ist doch von Gott gesagt worden, dass Satan dann deine Ohren ironiert, oder nicht? Okay, wir fangen noch mal ganz von vorne an. Nochmal. Ich fange jetzt ganz von vorne an, damit du verstehst, weil ich habe das Gefühl, ihr habt voll die Blockade. Ihr habt wirklich eine Blockade. Also ich bin ehrlich, wäre ich Moslem und ich würde so einen Müll lesen, ich wäre heute, ich wäre sofort würde ich austreten, wenn ich so einen Müll lesen würde. Okay, warte, dann drehen wir doch Warte ganz kurz, kurz ich den bin nicht Spieß um. fertig. Ich bin nicht fertig. Ja, Warte mal. okay, red zu Ende. Ja? Also, nochmal. Ich stelle dir diese Frage und ich will, dass du ehrlich bist. Mohammed hat gesagt, er ist zum Gebet nicht aufgestanden. Der Satan hat in seinen Ohren uriniert. Ist es göttlich oder dämonisch? Ist göttlich. Was? Ja, es ist Alter, wo göttlich. lebst du, Mann, Alter? Das ist doch nicht göttlich. Warum sollte es nicht göttlich sein? Das Der ist dämonisch, Satan ist weil da. Jesus Christus, ein Gott würde niemals sagen, hey, er ist nicht aufgestanden. Ah, guck mal, Satan uriniert in seinen Ohren. Sag mal, wo lebst denn du Aber überhaupt? warte mal, Privat. Flex, sorry, warte, warte, Bella, wer uriniert denn? Du sagst Satan oder Dämonen, ne? Also sind die dann göttlich oder was, wenn du sagst, ja, das ist göttlich, göttlich. Satan ist kein Gott. Satan ist da, um den Menschen in die Irre zu führen und ihn Ja, vom genau. Guten abzuhalten. Genau, aber wenn Okay. in der Bibel jetzt sowas stehen würde, oh mein Gott, Gott sei Dank haben wir nicht sowas drin, aber Okay, da, so, also dann. das ist ja nicht, Flex meint, es ist nicht göttlich, weil das Gott solche Sachen ausspricht. Er kann es ja auch anders machen, weißt du, was ich meine? Wieso Okay, urinieren? Wieso urinieren? Wieso nimmt man ganz dieses kurz, Wort ganz kurz. urinieren? Dann drehen wir einfach mal ganz kurz alles und wir drehen hier einfach ganz kurz mal diesen ganzen Live, drehen wir mal in diese andere Richtung. Warum? Seid ihr Evangeliken oder was seid ihr? Warum wechselst du das Thema? Ja. Dann drehe ich doch mal um, wenn ihr sagt, dass mein Nein, nein, meine Koran, Frage ist, an den ich glaube, warum drehst du das jetzt rede ich Thema? auf, jetzt möchte ich doch ausreden, dann darf ich Aber doch jetzt auch Flex ist der ausreden, oder Host. nicht? Wenn jemand das Thema Warte, ändert, dann ist es Flex. Du bist dann bei lass mich ihm. doch mal ganz kurz ausreden. Ich gebe euch ein Gegenbeispiel und fertig. Hört mal zu. Ihr seid Evangelik oder nicht? Was seid ihr? Wir sind Folger Boah, von Simon. Jesus. Jesus-Folger. Ihr seid Jesus Christus Folger, okay? Glaubt ihr an die Dreifaltigkeit? Auf jeden Fall. Natürlich, auf Okay, jeden Fall. ihr glaubt an die Dreifaltigkeit. Also sagt ihr, Jesus Christus, Gott und Heiliger Geist, eins ist Gott. Warum? Johannes 10:30. Ich Okay, und der Vater warte. sind sehr genau. Genau, okay. Warum?
sich Gott als einen Menschen dann aus, der ja Aber auch Gott ist, und betet. bevor du weiterredest, nur dass die Leute wissen, dass du vor der Frage abgehauen bist, aber ich gehe auf deine Fragen ein. Alles gut. Alles gut. Okay. Also zum Thema vorhin, weil du gemeint hast, du willst mich zerstören. Deswegen gehe ich nochmal drauf ein. Deswegen passt aber schon. Du kannst weiterreden. Alles gut. Christus verwirft sich und betet Gott an. Also betet er theoretisch gesehen sich selber an oder nicht? Oder liege ich da Okay. falsch? Darf man im Islam Allah Vater nennen? Nein. Bitteschön, du hast deinen Gott Islam ist gerade Allah. eben vor 400 Leuten, du hast deinen Islam gerade vor 400 Leuten begraben. Weil Jesus Christus, als er sich niedergekniet hat, hat er zum Vater gesprochen. So, und im Islam darfst du zu Allah nicht Vater sagen. Bumm, du hast deinen Islam Okay, begraben. nein, 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 nein. Er hat sich, Bumm, du hast dich begraben. Bumm. er ist mit der Stirn auf den Boden gegangen, so wie Genau, und hat zum Muslime Vater heutzutage gesprochen. beten, und hat, und wer ist sein Vater? Was heißt denn beten? Wer ist Jesus Bumm. Vater? Was Wer ist heißt sein Vater? beten? Er Bernhard, hat, was heißt sagt, beten? warte, jetzt dreh dich aus. Wer ist Jesus sein Vater? Du stellst eine Beantworte mir die Frage und Frage. wir wollen es beantworten, aber weißt du, Wer was ist die? beten Ich war noch nicht heißt? zu Ende. Ich war ja noch nicht zu Ende. Okay, Wer ist Jesus sein Juli, Vater? lass ihn reden, weil sonst redet er nur rein. Wir lassen ihn mal zu Ende reden und dann geht er auf Wer Stumm ist und Jesus? Dumm. Du sagst ja, er hat Vater angebetet. Und Jesus ist ja in Marias Bauch, obwohl Maria Jungfrau ist oder nicht, oder liege ich falsch? Und du sagst ja, Jesus betet seinen Vater an. Wer ist sein Vater? Okay, bist du fertig? Dann geh auf Stumm. Fertig. Also, erster Punkt. Du hast deinen Islam gerade vor 400 Leuten begraben, weil laut Sure 2, Vers 87, durch den Heiligen Geist wurde Isa gegeben und er ist auf die Welt gekommen. Ja, man hauchte den Heiligen Geist auf Maria. So kam was Isa auf die Welt. Er war ebenfalls ein kleines Baby. Ja, so, du begräbst deinen Islam selber. Wenn du es nicht weißt, sag es lieber nicht. Wenn du es nicht weißt, zitiere am besten auch gar nicht. Ja, ist nicht böse gemeint. Ja, wie gesagt, ist nicht böse gemeint. Aber du sagst, hey, Jesus hat jetzt einen Vater, hat jetzt eine Mutter. Isa war doch Jesus, oder nicht? Laut Islam. So, wie ist denn Isa auf die Welt gekommen? Durch den Heiligen Geist. Isa war auch ein kleines Baby. So, was machen wir jetzt? Du hast deinen Islam vor 400 Leuten bumm begraben. Und dann hast du vorhin gefragt, ja, wie hat Jesus gebetet? Ja, Jesus sprach zum Vater. Okay, ging auf Boden und hat gebetet, sprach zum Vater. So, darf man laut Islam Allah Vater nennen? Nein. Bumm, wieder Knockout. Was machen wir jetzt? Guck mal, du hast ja gerade selber gesagt, Jesus hat zum Vater gesprochen, aber du hast noch immer nicht gesagt, wer der Vater ist. Du sagst, der Heilige Geist. Der ist durch den Heiligen Geist in den Bauch gekommen, aber du hast mir noch immer nicht erklärt, wer der Vater ist, zu wem er gebetet hat. Er spricht zum Du hast mir jetzt Vater, das noch. sagt man so. Das ist schon richtig. Er Ja, spricht was zum heißt Vater. es? Ja, was heißt es? Ja, was heißt es, dass er zum Vater spricht? Wer ist der Vater? Heiliger Geist, Vater, das ist alles das Gleiche. Ja, guck, du kannst meine Frage ja selber nicht Ich werde beantworten. Du sie dir sagst, er beantworten. spricht. Ja, okay. Ja? Okay. Es ist schon richtig. Das ist der Vater, aber er versteht das nicht. Das ist der Geist, der Vater. Also Bella, wenn du wirklich die Wahrheit wissen willst, dann würde ich sagen, erstmal nur ein Rat von mir. Lies dir die Bibel durch, Tora und Injil, damit du es auch verstehen kannst und dann auch den Vergleich mit deinem Buch machen kannst. Okay? Ja. Jesus, ja, ist das Wort Gottes. Das heißt, als Gott die Welt erschaffen hat, hat er es erschaffen durch Jesus. Richtig. Unser Herr Jesus, das lebende Wort Gottes, ist zu Fleisch geworden. Er hat sich dafür entschieden, aus Liebe heraus, um auf diese Welt zu kommen und den Menschen als Mensch von Fleisch und Blut uns zu erscheinen und direkt geradeaus mit uns zu reden. Lass mich noch was hinzufügen, auch für die Muslime, die eigentlich, sorry, gar keine Ahnung haben und eigentlich durchgehend Käfers sind. Laut euren Koran kann Allah Feuer sein, laut euren Koran kann Allah Baum werden, aber Allah kann kein Mensch werden. Bumm! Ja, auf jeden Fall kann Okay. unser Gott alles. Sure 27, Vers 4 bis 8 oder 9.
Ja, Allah kann was? Allah kann Feuer werden. Oh, ihr betet ein Feuer an. Könnte ich jetzt auch sagen. Ihr betet ein Feuer an. Bumm. Genau. Genau. Okay, sind wir Also auf man der sollte warten, so an und fertig 28, vielleicht. Sure 28, Sure 28, Vers 4 bis 12. Ja, Allah kann Baum werden. Also, was machen wir jetzt? Aber Okay, Mensch kann er warte. nicht werden. Mensch kann Gott nicht werden. Aber Mensch, aber Gott kann was? Kann Baum werden, kann Feuer werden. Bumm, ihr begräbt euch eigentlich selber. Ja, ihr Okay, begräbt warte mal euch kurz. eigentlich Ihr vor glaubt ja da. Allah. Ihr sagt, ihr habt ja noch immer nicht gesagt, ihr habt mir nur gesagt, dass Jesus Heiligen Geist an Ich war noch des nicht fertig, Vater aber Heiliger gut. Geist ist. Ihr habt mir noch immer nicht gesagt, wen Jesus als Vater, Tu Jesus nicht Vater, so, tu nicht so, warte, tu nein, nicht so, als ob ich es glauben würde. warte. Was bedeutet das Wort Vater für euch? Kannst du mir mal das Wort erklären? Was bedeutet Wort Vater für euch, wenn er sich ja selbst im Endeffekt annimmt? Es ergibt ja keinen Sinn, wenn er die Gestalt Gottes annimmt, sich auf den Boden schmeißt und sagt, keine Ahnung, was er gesagt hat, aber er sagt, dass sich selber anbetet, Gott, Jesus, Heiliger Geist, Gott, alles drei Gott. Oder liege ich Ja. da wieder falsch? Er hat ja Okay. das Fleisch angenommen. Das heißt, im Moment, wo, also auf dem, in der Zeit, wo er hier als Mensch war, war er auch Fleisch, so wie du und ich. Verstehst du das? Und er hat zum Vater gebetet. Beten heißt, weißt du, was beten heißt? Reden. Ja. Ja? Weil er einfach die Kraft vom Heiligen Geist gebraucht hat, weil er zu 100% Gott war, aber auch zu 100% Mensch. Der Herr Jesus ist auf die Welt gekommen. Er hat damit seine Kraft nicht komplett abgegeben, aber weil er Fleisch hatte, hat er die Kraft des Vaters gebraucht. Die können nicht ohne einander. Der Vater ist der Vater. Jesus ist das lebende Wort Gottes. Das heißt, bevor er zu Fleisch wurde, war er schon im Himmel. Er war nicht erschaffen. Er war von Anfang an da. Und deswegen betet der Vater Jesus an, weil ohne Jesus wäre nichts erschaffen. Durch Jesus hat er alles erschaffen, weil er das Wort ist. Wie hat Gott die Welt erschaffen? Durch das Wort. Er hat alles ausgesprochen und es war. Verstehst du, was ich meine? Sie beten einander an. Und der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Und der Also, Heilige Geist spielt nicht mit dem Heiligen Geist. Ich sag dir das aus Liebe heraus, von Mensch zu Mensch. Spielt nicht mit dem Heiligen Geist. Spottet nicht mit dem Heiligen Geist. Weil wirklich, wenn ihr das macht, das wird ganz heftig für euch. Also mit dem Heiligen Geist kann man nicht spielen. Mit dem Geist Gottes ist überall. Er schwirrt in uns, er schwirrt auf dieser Welt und an dem Tag, wo der Heilige Geist sich von dieser Welt zurückziehen wird, glaubt mir, dann wird es hier ganz böse aussehen. Ganz, ganz böse. Aber dann werden wir hoffentlich beim okay, lieben Gott sein. Ja. ihr sagt ja, dass Gott jeden Menschen liebt und er will ja nichts Böses für den Menschen und dies und das. Aber wenn Gott nichts Böses für den Menschen will, warum soll er den Antichrist erschaffen? Wenn er nichts Weißt Böses für den Menschen will, warum? Warum? was hat Du das vergisst eine jetzt, Antwort drauf. das gibt ja, was hat Satan das ist denn ja für auch die noch Themen, da. warte ganz kurz, Juli, was hat das jetzt mit den Themen zu tun, was wir vorhin Ja, besprochen haben? keine Du Antwort drauf, oder was? springst von einem Thema zum anderen Thema, du merkst es gar nicht. Du hast ja keine Antwort auf meine Frage hier gerade eben, deswegen Nein, du versuchst du laberst jetzt gerade. Scheiße, das muss ich leider Nein, sagen, du laberst Müll. du versuchst hier, Du guck, hast ich habe gerade mit. eigentlich gar keine Ahnung. Genau, Ich wieso hat dein gerade. Gott uns Christen getäuscht und uns denken lassen, dass der Isa gekreuzigt wurde? Kann ich auch sagen. Wegen ihm gibt es so viele Christen auf der ganzen Welt. Wieso hat er uns denn getäuscht? Wieso hat er uns denken lassen, dass es Jesus war, obwohl es Judas war? Wer kam nach Jesus? Liebt er Jesus uns war ja denn nicht mehr. nicht? Jesus Liebt er uns denn nicht? Der hat uns doch in die war. Irre geführt. Wieso macht er Mein das, dein Gott. lieber Gott? Wieso hat er uns in die Irre geführt? Jesus war nicht. Juli, der ist Zeitverschwendung. Der ist springt von einem Thema zum anderen. Der bleibt nicht bei einem Thema. Er soll Milch trinken und ins Bett gehen. Reicht für Also heute. mit sowas brauche ich nicht weiter reden. Der ist auch nicht ehrlich und der hat auch keine Ahnung. Guck mal. Vorhin hat er ja gemeint gehabt, ja, Jesus Christus, warum hat er zum Boden, warum hat, da habe ich gesagt, hey, okay, hör mal zu, wenn er so gebetet hat, darf man laut Islam zum Vater sprechen, ja? Und dann hat er gesagt, nein, boom. Ja.
Und dann haben wir über diesen Hadith gesprochen, habe ich gesagt, warum uriniert Satan in deinen Ohren, wenn du nicht aufstehst? Auch keine Antwort. Ja, guck mal, aber bei denen ist alles so fleischig und bei uns, wir müssen unser Fleisch bestrafen. Das heißt, Jesus hat sein Fleisch auch so oft bestraft in der Bibel. Die Ja. verstehen das einfach nicht, dass er uns gezeigt hat, wie man mit seinem Fleisch Guck mal, umgehen soll. weißt du, was sehr, sehr witzig ist? Die glauben daran, dass Gott nichts und niemanden gleich ist. Guck mal, was jetzt für ein Widerspruch jetzt rauskommt. Jetzt alle mal zuhören. Jetzt kommt der richtige Widerspruch. Also, als Musa zu seinen Angehörigen, also Sure 27,7, als Musa zu seinen Angehörigen sagte, ich habe ein Feuer wahrgenommen, ich werde euch davon eine Nachricht bringen, oder ich bringe euch ein Leuchtkörper, ein brennendes Stück Holz, auf das ihr euch daran wärmen könnt. Jetzt hört zu, Juli Sniper, jetzt wird's richtig komisch. Der nächste Vers steht drinne. Als er dort ankam, wurde ihm zugerufen: Gesegnet ist, wer im Feuer und wer in dessen Umgebung ist. Und preise sei Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Weißt du, wer in diesem Feuer war? Ja. Dreimal darfst du raten, wer in diesem Feuer drinne war. Ja, den ihr Gott, Jani. Ja, Allah kann Feuer werden, aber Allah kann kein Mensch werden. Und wenn wir jetzt noch, Knockout! das ist ein Schlag ins Gesicht, ich bin ganz ehrlich zu dir. Aber voll, voll, Also auf jeden Fall. die glauben nicht daran, dass Gott Mensch werden kann, aber Ja. dass Allah Feuer werden kann, daran glauben die. Was eine Die lassen das Blasphemie. Göttliche daraus flex. Die machen, sagen einfach so, oh, Jesus war auf Klo und Jesus hat Pampers getragen und Jesus, aber nee, dieses Ja. Feuer, oh Gott war zu Asche geworden oder was? Wie sollen wir darüber denn reden jetzt gerade? Wahnsinn. Deswegen sage ich, das Unglaublich. sind Heuchler. Das ist Ja. meine Meinung einfach. Guck mal, wir lesen hier, Allah kann was? Allah kann Feuer werden. Allah kann Feuer werden, aber Allah kann kein Mensch werden. Ach, Ja. bloß nicht. Wie kann ein Gott Mensch werden? Aber Allah kann Feuer werden. Ja, hier sagt einer, Guck seid ihr mal, wenn ich besessen? jetzt Nein. nochmal Sure 28 vorlese, Allah kann Baum werden. Allah kann Baum werden. Also wenn das kein Schlag ins Gesicht ist, weiß ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher gerade, eigentlich schon, aber ich weiß nicht, wo das genau steht. Das muss ich nochmal nachfragen. Aber ich glaube, der Allah hat sich dem Propheten auch in ganz verschiedenen Art und Weisen also gezeigt und mit ihm kommuniziert. Da hat einer geschrieben, Abdul Adhim hat dich gekocht. Abdul Adhim wurde auseinandergenommen hier. Abdul mit der Der Kappe. wurde gestern von Ex-Salafi Ahmad auseinandergenommen. Ja, Der hat hier niemanden gekocht. Der wurde, ey, egal, ich sag's dir. ihm ist die Kappe sogar runtergefallen. Ihm wurde ganz warm, der hat geschwitzt. Also bitte, das will ich gar nicht hören hier, ey. Das ist ja peinlich schon, wenn ich das höre. Ja. Bloß nicht. Aber noch Bloß peinlicher nicht. ist, dass Das will ich nicht diejenigen, hören. die ihm geglaubt haben und ihn voll gefeiert haben, nicht mal wissen, was er gesagt hat. Der hat die ganze Zeit nur gelogen. Das Ding ist, guck mal, das ist das, was ich mit Ahmad besprochen habe. Ahmad, der Bruder hat mir, da habe ich zu dem Bruder gesagt, ey, du hör mal zu, Ahmad, der hat einfach ein Sahih abgelehnt. Ich habe den Abdul ein Sahih gegeben, ja, oder die Brüder haben ihm ein Sahih gegeben. Er hat gesagt, ich lehne es von Herzen ab. Und das Ja. habe ich dann Ahmad gesagt und Ahmad hat gesagt, der ist direkt ein Käfer. Ja. Weil er muss das annehmen. Das ist Sahih. Da gibt's Ja, keinen. das war dieses Stück, wo wir Christen und Juden für die Moslems halt Nicht nur ja. das. Er hat gesagt, guck mal, jetzt kommt der richtige Knockout. Er hat gesagt, das widerspricht aber dem Koran und deswegen lehne ich es ab. Hä? Nein. Es ist egal, ob das den Koran widerspricht. Das ist ein Sahih. Es ist eingestuft als Sahih. Das kannst du nicht ablehnen. Und Ahmad hat selber bestätigt und hat gesagt, hey, der lügt dich an. Der muss das Ja. annehmen. Du kannst nicht sagen, dass du Guck mal, ganz nicht. ehrlich, Flexer, wenn ich so einen Vergleich machen darf, jetzt für alle Zuschauer, einfach wenn man guckt, das als Christentum und Islam, ne? Ja. Wir haben die Bibel. Und wir können jetzt nicht sagen, oh nee, der Moses, ach, den glaube ich nicht. Dann ist Ende. Dann muss ich aus diesem Glauben raus. Und bei ihnen ist so, Absolut. ja, dem glaube ich ja und der ist authentisch und der nicht und hin und her. Dann denke ich mir so, Erstmal hä? schönen guten Abend. Schönen guten Abend.
Und dann denke ich mir halt so, wie kann es sein, dass man noch diese Entscheidungen treffen darf? Dem glaube ich ja und das nehme ich an und das nehme ich nicht an. Das ist so zerfetzt. Weißt du, was ich meine? Bei uns ist einfach entweder oder. Also du nimmst den Herrn Jesus Nicht an. ganz, nicht ganz. Juli, Also ich sag sorry, sorry, dir. Oma, mit allem Respekt, ich war noch am Reden, aber doch ganz, weil ich sehe immer auch Streitereien bei euch untereinander, dass ihr einander Voll. beschuldigt und du bist ein Heuchler und du bist ein Lügner und das sind nicht mal Christen mit Moslems, sondern ihr untereinander. Also, Oma, Warte, Juli, was dann bringt dich frage jetzt ich hierher? dich Was hier. möchtest du denn? Dann frage ich an euch, an der Christen. Wo steht das in Bibel, dass Jesus Gott ist? Also Beweist es mir. 1. Johannes 5,20, er ist gekommen, dass wir ihn als wahrhaftiger Gott erkennen. Ganz einfach. Falsch. Das ist Was falsch. falsch? Was falsch? Da steht der Prophet, nicht Gott. Eins. Da Schon steht mal nicht selber Prophet. hast du Da dich steht nicht verraten. Prophet. Da Okay, steht nicht. Omar, Omar, wie heißt denn der Gott von der Tora? Ist das der gleiche Gott? Ist das dein Gott, der Gott von der Warte, Tora? Juli, Lies Juli, erstmal dein Juli, Bibel Juli. richtig, dann Juli, kannst du mit den ich Monstern grill ihn kurz, mithalten. ich grill ihn kurz, Juli. Alles gut. Okay. 1. Johannes 5,20, lies uns das mal vor. Das habe ich nicht jetzt in der Hand. Ich liege jetzt Ja, im aber Bett, du aber ich heuchelst gerade. lese Du hast gesagt, falsch, da steht das. Prophet. Also, dann geh mal bei 1. Dann Johannes erzähl 5,20, nicht lies über uns das mal vor. Koran Falsches, okay? Lies uns das mal vor, Erzähl 1. nicht über. Johannes Wenn 5,20. du über Koran keine Ahnung hast, einfach den Mund halte, okay? Ja, genau. Ihr Geh habt raus, selber geh keine raus. Du bist Ahnung. ein Ihr habt Jahil. Du bist selber ein keine Käfer. Ahnung. Und das Für ist mich das. bist du offiziell ein Käfer. So Leute wie dich hole ich auch gar nicht hoch. Geh Ja. einfach auf 1. Johannes 5,20, du Käfer. Wir wollen kein Steinlecker sein, wie dein Mohammed es mal getan hat in der damaligen Zeit. Geh auf 1,5,20, geh auf 1. Johannes 5,20 und liest es. Ganz einfach. Ja, sei kein Käfer. Ganz Ja, einfach. genau. Ja. Richtiger Jobber, ey. Der kommt rein. Das ist falsch, das steht Prophet. Richtiger Jobber, ey. Ich liebe das, wenn du so diese Grimassen ziehst. Ich Ja, du, bei so, das Ding ist, wenn Leute hochmütig werden, ich grill Ja. die. Das ist einfach so. Weißt du? Guck mal, Ja. komm doch mit Respekt hier rein. Lass uns einen Dialog führen. Du hast mich gefragt, hey, wo sagt Jesus, dass er Gott ist? Ich gebe dir den Vers. Und dann sagt der Choban auch noch, da steht aber Prophet. Was, da steht nicht mal Prophet? Nee, der kennt das, die lesen ja nicht, die reden einfach nur so aus sich selber heraus. Das ist ja das ganze Problem. Die Richtiger lesen nicht, die Choban, ey. forschen Also nicht, die Leute, hinterfragen nicht, die trauen ich sich muss nicht mich mal. sogar. Ich muss mich sogar entschuldigen, Leute, wenn ich heute etwas fleischig bin, Leute. Es tut mir echt leid. Aber ganz ehrlich, das ist ein richtiger Jobbern einfach, muss man sagen. Ja, also ich bin Einfach auch ein Jobbern. bisschen fleischig heute. Ja, das Ding ist, ich muss diese Sam'sche Mondkarte ziehen einfach. Sobald ich Ja. merke, der kommt hoch, er ist hochmütig. Sorry, ich grill den. Das ist Ja. einfach so. Sei doch einfach normal, sei einfach respektvoll, dann rede ich auch normal mit dir. Aber wenn du hochkommst und meinen zu müssen, die Bibel besser zu kennen wie ich, dann fange ich an. Dann muss ich so sein. Es ist einfach Ja. so. Guck mal, da konnte es nicht abhaben, auch was ich gesagt habe, von wegen, ja. Also, dass die Bibel deutlich ist und man kann jetzt nicht gewisse Sachen ablehnen, dann ist man halt einfach direkt aus dem Christentum raus. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, Jesus ist dies, aber nicht das. Er ist einfach, was die Bibel sagt, dass er ist. So Punkt aus Ende. Ja, Und ja. Hallo. hallo. Servus. Guten Abend. Guten Und Abend. zwar, ich hätte mal eine Frage, wenn Ja, ich ich die hoffe. stellen darf, auch wenn die vielleicht nicht so ganz das Thema betrifft. Ja. Ich bin gläubiger Muslim. Ja. Und ich habe relativ wenig Informationen über das Christentum. Du hast sehr wenig Schade. Informationen bezüglich des Christentums. Genau, Schade. richtig. Und ich habe Schade. hier vorhin gelesen, hat einer geschrieben, Jesus ist Gottes Sohn. In den Ja. Mhm. Kommentaren. Aber ich dachte, das Christentum, also euer Gott, ist Jesus, oder? Jesus Das Christus irritiert mich ist jetzt das gerade Lamm irgendwie. Gottes, was gekommen ist. Wenn wir jetzt in dem Alten Testament schauen, ja, haben wir so gesündigt und wir haben was? Wir haben die Gesetze vom Alten Testament, die haben wir nicht gehalten. Und deswegen ist das Lamm Gottes gekommen, um sich für uns zu opfern. Und deswegen sind wir teuer erkauft, weil Gott kann mit der Und ganz Sünde kurz, keine das Gemeinschaft Lamm haben. Du Gottes musst mir ist zuhören. Jesus. Du musst mir Ja. zuhören. Du musst mir zuhören.
Ja, also, er ist gekommen, dass wir ihn erkennen als wahrhaftiger Gott. Das Lamm Gottes ist gekommen als Schlachtopfer, ja, für unsere Sünden, weil würde er dies nicht tun, ja, wären wir auf Ewigkeiten verdammt, weil Gott möchte mit der Sünde keine Gemeinschaft haben im Paradies. Weil Amen. würde der Herr nicht als Schlachtopfer kommen, ja, würde der Herr nicht als Schlachtopfer kommen, wären wir auf Ewigkeit verdammt. Ja. Das ist schon mal ein Fakt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und wenn Allah Feuer werden kann, weil ihr lacht euch ja immer aus, ihr lacht ja immer Nein, ich unser lache nicht. Ich Kafir. rede ernst mit Ganz dir und ich will das kurz, ganz ganz deutlich hier. kurz, ganz kurz. Viele Muslime lachen ja und sagen, euer Babygott, aber euer Allah Nein, ist das hat doch Feuer. gar nicht auf diese Islamschiene und ich will wirklich sachlich mit Ganz dir darüber kurz. reden. Alles Also. gut, alles gut, Karim. Ich erzähle das, ich erkläre das und sage es, damit die Leute verstehen, dass ihr Allah auch Feuer ist, laut Koran. Ja? Sure 27, Vers 8. Nochmal eine Ja? kurze Frage, damit ich es jetzt richtig verstehe. Ja. Also im Grunde genommen, der Gott war schon vorher da. Er ist dann als menschliche Person in Jesus quasi dann auf die Welt gekommen. Und ist wieder von uns gegangen und ist dann immer noch so jetzt als wieder als Gott Von zurückgekehrt Ewigkeit zu quasi. Ewigkeit. Das Fleisch ist gestorben, aber nicht der Geist. Ja. Okay, aber Jesus ist der einzigste Gott. Jesus ist der wahre Gott, der Herr der Herren, König der Könige, richtig. Amen. Dann habe ich noch mal eine Frage an dich oder an euch. Aber hast du es Betet ihr? verstanden, Karim? Hast du Ja, es ich habe es verstanden? verstanden, ich habe es Okay. verstanden. Betet Okay. ihr? Ja, klar. Natürlich, natürlich, klar. Habt ihr auch so regelmäßige Gebete, oder? Also erstens, wenn du beten tust, dann muss es vom Herzen kommen und nicht mit Amen. Befehlen und hey, du musst jetzt und so. Gott möchte, dass du es aus deinem Herzen machst. Dass du deswegen hast du einen freien Willen. Du sollst den Herrn rufen, wenn du ihn brauchst. Es muss von Herzen kommen und nicht, oh Scheiße, es ist jetzt 3 Uhr, ich muss jetzt beten. Falsch. So funktioniert das nicht. Es ist Amen. ein Zwang. Gott Da bin ich anderer möchte. Meinung wie du. Ich Ja, finde, was? man sollte an Gott immer denken und nicht nur dann, wenn es einem schlecht geht. Das sagen wir Okay. nicht. Das sagen wir nicht, dass nur, wenn es uns schlecht geht, dass wir beten. Wir Das beten ist jetzt das, morgens. was ich daraus Wir danken interpretiert Gott. Wir habe. danken zum Beispiel, wenn ich jetzt über mich rede, ich danke Gott für den Tag. Ich danke, dass ich atme, dass ich da sein darf. Wenn ich esse, gucke ich mein Essen an und gucke ich erst mal 2 Minuten und danke Gott, dass ich es überhaupt habe, bevor ich es in meinen Mund nehme. Ich danke ihm bei jeder Situation. Und auch wenn es mir schlecht geht, sage ich danke Gott, weil ich glaube, dass es irgendwie zu irgendwas Gutem führen wird. Auch wenn es mir weh tut, ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Also auch wenn ich Probleme habe, danke ich Gott für meine Probleme. Und das ist das Vertrauen, was wir haben in unseren Herr Jesus, dass auch wenn uns Sachen wehtun, weil er wurde auch verletzt, deswegen ist er auch als Mensch gekommen. Er weiß sehr gut, wie wir uns fühlen. Er war Fleisch geworden für eine Zeit. Weißt du, was ich meine? Und Okay. er weiß, wie ich mich Also, fühle. ich wollte nur noch mal auch was mir sagen, ja, damit ich diese Sam-Shamoon-Karte nicht ziehe, kommt nicht mit der Frage, warum hat Jesus zum Boden und so gebetet wie ein Moslem, kommt nicht mit der Frage, weil wenn ihr diese Frage stellt, begräbt ihr euren Koran selber, weil laut Islam dürft ihr Allah nicht Vater nennen. Als Jesus dies getan hat, hat er zum Vater gesprochen. Und das ist schon mal ein Bumm. Ja, auch für die christlichen Brüder und Geschwister, merkt euch das, was ich gesagt habe, damit begraben sie sich eigentlich selber. Ne? Boom. Genau, Dazu habe ich auch noch mal eine manchmal Frage. schmeißen wir uns auf den Boden. Ich schmeiße mich auch manchmal auf den Boden. Aber ich bete jetzt nicht in Allah an, ich bete Jesus an, weil es mir dann sehr schlecht geht. Und schmeiß mich einfach auf den Boden wie ein Stück Elende und frage ihn um Kraft. Und er gibt mir Kraft und ich stehe wieder auf. Und manchmal bin ich einfach glücklich und gucke in den Himmel und sage: Oh, danke, Herr, einfach danke, dass die Sonne scheint. Ich fühle mich gut. Weißt Also du? im Islam, wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat Jesus gesagt, hat er gesagt, Danke, Bruder. dass sein Vater Gott ist im Islam oder wie? Ja. Der Vater ist die Urquelle der Trinität. Das wurde im Islam gesagt? Nein, im Christentum. Ach so, okay. Was Flex gesagt hat, ist, dass ihr Muslime, ihr dürft Allah nicht als Vater rufen, weil so Genau. begeht ihr Kufur. Karim, darfst du Allah Vater nennen? Ich? Ja. Nein. Okay, somit ist das schon mal geklärt. Dann hoffe ich mal, dass die nächsten Jahre kein Moslem mehr hier reinkommt oder in irgendeinen christlichen Stream reingeht und sagt, warum hat Jesus gebetet wie ein Moslem? Weil diese Frage ist schon mal ein Knockout für den Koran selbst.
Ich hoffe, dass keiner mehr diese blöde Frage stellt. Ja. Aber ich verstehe das nicht. Ich sage dir, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala nicht Vater nennen darf. Und du sagst mir, du hast mir Knockout gegeben. Erklär mir das. Ich habe gesagt, für die Muslime, die diese Frage stellen sollten in der Zukunft, die sollten diese Frage nicht stellen, weil wenn sie sagen, Jesus hat gebetet wie ein Moslem, dann begraben sie in dem Moment ihren eigenen Koran, weil Jesus hat zum Vater gesprochen. Genau. Und laut Islam darf keiner von euch zum Vater sprechen. Genau. Ja. Und vorhin wegen Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also, Karim, darf ich dich fragen, bist du ein Mensch oder bist du ein Gott? Dieses Vater, Sohn, Heiliger Geist, ne? Ja, genau, du hast ja eine Frage darüber und ich frage dich jetzt erstmal. Wer ist Vater, wer ist Sohn? Entschuldigung. Warte, bist du ein Mensch oder bist du ein Gott? Ich bin ein Mensch. Genau, wenn du einen Sohn bekommst, ist er dann ein Mensch oder ein Gott? Ist dann ein Sohn. Okay, und wenn unser Vater ein Gott ist, wenn er einen Sohn hat, was ist der Sohn, ein Mensch oder ein Gott? Wenn wer einen Sohn bekommt? Wenn Gott einen Sohn hat, dann ist es ein Gott oder ist es ein Mensch? Was heißt denn Gott? Einen Sohn bekommen. Ja, nein, nicht bekommen. Jesus war schon immer da. Er ist, als Mensch ist er gekommen, wurde er geboren. Aber er war von Anfang an da. Am Anfang war das... Jesus ist ewiglich bezeugt. Das Wort war mit Gott, ja? Und das Wort ist Gott. Das heißt, wenn du jetzt redest, du redest mit mir, Karim, wer redet jetzt gerade mit mir? Deine Stimme bist doch du. Richtig. Die Wörter, die du willst, bist du. Okay. So. Karim? Ganz einfach. Karim? Ja, bitte. Karim? Ja, bitte. Stell einfach noch mal eine Anfrage. Der Kollege ganz oben hat gesagt, ich habe Angst. Ich möchte kurz mit ihm alleine reden. Okay. Guten Abend. Guten Abend. Um was geht es hier? Hallo. Okay. Ahmad, Juli, nur ganz kurz auf Stumm gehen. Ich rede nur kurz mit dem Kollegen. Yes. Ja. So, jetzt noch mal. Um was geht es hier? Es geht hier um deine Religion und meine Religion. Und ich kläre darüber auf. Ja, um was genau? Klären wir das Thema. Okay, das Thema. Wir können gerne über Allah sprechen. Wer ist Allah? Mein Gott. Was? Mein Gott. Dein Gott ist Allah? Ja. Wie viele Hände hat Allah? Er hat keine Hände. Okay, wenn ich dir zeige, dass er zwei rechte Hände hat, was machen wir dann? Zeig es mir. Okay, alles klar. Okay. Kannst du mir trotzdem in der Zeit sagen, wer Allah ist? Zum zweiten Mal, mein Gott. Nein, wer ist Allah? Weil du, wenn du sagst Gott, welchen Gott betest du an? Wer ist Allah? Wie nochmal? Ich hab gerade nicht zugehört. Ich habe gesagt, wer ist Allah? Allah, wer ist Allah? Das ist eine ganz einfache Frage. Nicht Guck mal, ich weiß nicht, ob du was in den Ohren hast, aber zum dritten Mal, das ist mein Gott. Du, sag mal, verstehst du die Frage nicht? Kannst du mir beschreiben? Das ist mein Gott, wer ist das? Wer ist Allah? Ah, wer Allah ist, das ist ein allmächtiger Gott, der alles erschaffen hat, okay. Der dich erschaffen und hat, der mich erschaffen hat. Wie bitte? Wen betest du da an? Allah. Okay, hat dieser Gott sich jemals vorgestellt, wer er ist? Wie meinst du das? Okay, ich stelle die Frage anders. Ist der Koran Kalam Allah? Ob der was ist? Ist der Koran Kalam Allah? Was bedeutet das? Okay, du bist raus. Du bist ein Murtad, Bruder. Ey, du Hurensohn, wie? Dann stell doch die Frage nochmal, du kleiner Nigger. Er hat emotional. Oh mein Gott. Raus. Also, ganz einfach, Leute. So habe ich ihn geschlagen mit ganz wenig Worten. Dann hat er gleich beleidigt. Ganz einfach ist ein Murtad in meinen Augen. Er ist ein Käfer. Fertig. Er weiß nicht mal, was Kalam Allah ist. Er weiß nicht mal, was Kalam Allah ist. Ganz einfach. Und so nehme ich die auseinander. Er wusste nicht mal, was Kalam Allah ist.
aber sagt Alhamdulillah, I am a Muslim, weiß aber nicht, was Kalam Allah ist. Und Flex, wie traurig es auch ist, glaub mir, die meisten sind so genau wie der. Die wissen nichts und sind einfach nur stolz für gar nichts. Ja, der ist Katastrophe. Der hat keine Ahnung. Der ist ein Alle richtiger so. Jahil. Die Richtiger sind Jahil alle ist so, das. glaub mir. Und die das wirklich bestudieren, die kommen ja zum Christentum, weil die sehen so, wow, das hat keine, Ja. das, it doesn't make sense, you know? Absolutely, absolutely. Das war ein Jahil, ein richtiger Jahil war das. Und deswegen habe ich ihn rausgeschmissen. Ich habe ihn extra diese Fragen gestellt, um zu wissen, okay, kann ich mit ihm darüber reden oder nicht? Ich habe ihn gefragt, was ist der Koran, Kalam Allah? Und dann sagt er eiskalt, was ist das? Raus! Du bist raus! Sofort, aber sofort. Du bist raus! Der wusste nicht mal, was Kalam Allah ist. Raus! Nee, weil Raus! sonst Sofort werden die raus! sagen, ja, Flex debattiert mit kleinen Kindern, die nicht wissen und so. Genau. Das brauchen wir nicht. Genau. Ja. Katastrophe, weißt du? Und mit so jemandem brauche ich auch noch nicht weiter reden. Der weiß nicht mal, was Kalam Allah ist. Also wenn ihr Ui. hochkommt, Leute, dann auf jeden Fall ein bisschen auf Augenhöhe, gell? Oder ihr habt ehrliche Fragen und wollt einfach wissen, dann kann Flex oder wer auch immer hier oben ist, euch ein bisschen erklären. Aber wir lieben euch Muslime auf jeden Fall, ey, wir lieben euch. Wir wollen einfach eure Seelen retten. Jede Seele zählt. Alles gut. Okay, jetzt gucken Vor allen Dingen wir Jesus liebt euch. mal. Absolut, Ich absolut, verstehe, dass ihr nicht glauben könnt, dass jemand sich freiwillig entscheidet, so geschlagen zu werden und getötet zu werden. Aber ja, aus Liebe heraus. Stell dir mal vor. Hallo, Gott segne euch. Gott Hallo, segne Gott dich. Wie geht's segne. dir? Ja, eh gut, und euch? Ich kann mich gar nicht beklagen. Mir geht's sehr gut. Oh, ich habe das Gefühl, dass ich heute. Oh, und übrigens, für den Kollegen vorhin, der beleidigt hat, dein Fasten ist offiziell gebrochen. Ja, also laut der Fastenzeit dürftest du eigentlich gar nicht beleidigen. Und laut Allah ist deine Fastenzeit eigentlich schon lange gebrochen. Also du brauchst auch ab morgen auch nicht mehr weiter fasten. Nur so Leute, Info ich an. hab einen Vers gefunden im Koran, wo steht, dass Mohammed ein unschuldiges kleines Kind umgebracht hat. Boah. Okay. Ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Dick. Aber bist du Christ oder Moslem? Gott sei Dank, Christ. Okay. Ja, dann nehme ich nehme jetzt erstmal kurz noch Muslime hoch. Wenn irgendwas ist, stell noch mal eine Anfrage. Es ist nur eine Info von mir, schau dir den Vers an. Okay. Schick's mir bitte per Privatnachricht auch noch mal. Was kannst du mir nur, wie, also ich kann dir schicken, so, weil du mir nicht folgst, deswegen. Okay, ich schick's dir, kein Problem. Passt. Okay. Hol mich nur runter. Okay. Guten Abend, ciao, ciao. So. Na, 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 na. So. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Wie Guten geht's dir? Abend. Gut, und selbst? Auch gut, auch gut. Was bringt dich heute hierher? Ein bisschen im Livestream gewesen, ein bisschen mitgehört. Okay, ich hoffe, du bist respektvoller wie der andere Choban. 100%. Okay, weil wir wollen ja nicht, dass du so endest wie dieser andere Choban, der nicht mal weiß, was Kalam Allah ist. Nein, nein. Okay, alles klar. Okay. Ja, wie weit ist denn so dein Wissensstand mit dem Islam? Normalstand, gut oder gar keine Ahnung? Ich bin Alhamdulillah Muslim und reichend Wissen habe ich. Ausreichend oder Reichlich Wissen habe ich. reichlich Wissen hast du? Okay, kannst du mir sagen, wo steht im Koran Kalam Allah? Kalam Allah. Ist der Koran Kalam Allah? Wie bitte? Ist der Koran Kalam Allah? Noch nie gehört. Also, jetzt nicht, Aber ich dass dachte, du du hast irgendwie reichlich Wissen, hast du gesagt. rechtlich wissen, ja, aber jetzt genau zu diesem da Kalam Allah bezogen nicht, leider. Okay. Ich geb dir Zeit.
Ist kein Problem, weil du bist ruhig, du bist respektvoll, alles gut. Du scheinst ein sehr, sehr ruhiger Mensch zu sein. Ich gebe dir Zeit, such mir mal bitte nur das Wort, wo im Koran steht, Kalam Allah. Dass der Koran Kalam Allah ist. Kalam Allah steht. Ich gucke jetzt, ich mache das jetzt sofort hier. Ich habe Ja, mein. ganz kurz, lass dir Zeit. Kalam Allah. Was soll das bedeuten? Kannst du es mir beantworten oder? Das wird sich Kalam heraus. Allah, Arabisch. Kalam, Arabisch Rede, Gespräch, Debatte, bezeichnet im Islam die Wissenschaft, die die Fähigkeit verleiht, die eigene Glaubenslehren mit rationalen Argumenten zu begründen und Zweifel von ihnen abzuwenden. Steht jetzt bei mir. Das Wort Allah, wo steht es im Koran? Das Wort Allah. Ja. Nicht Kalam Allah, sondern Allah. Das ist Kalam Allah. Bruder, in welcher Moschee gehst du? Ich gehe zur Taiba-Moschee, arabische Moschee. Arabische Moschee. Hat dein Imam dir das nicht beigebracht, was Kalam Allah ist? Nein. Bruder, was ist das für ein Imam? Weiß, ich sag dir ja gerade, ich weiß das nicht. Wenn ich nicht Du weiß, hast kann ich mich ja dazu erfordert. nicht, darüber nicht Also, reden. Ich kann dir Bruder, sagen, kannst du Arabisch? wer. Kannst du Arabisch? Nein, Bruder, ich bin Albaner. So. Ah, okay. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 22. 22, okay. Nee, du bist echt entspannt. Du bist entspannt. Also, nee, mich wundert's nur, weil eigentlich, wenn du einen Moslem fragst, ja, der eigentlich Moslem ist, wenn du jetzt diese Frage stellst, ja, ist der Koran Kalam Allah, sagt er entweder ja oder nein. Ja, eins von beiden. Ja, und dann könnte ich auch mit dir das Gespräch führen, weil dann weiß ich auch, dass du Ahnung hast. Aber nichtsdestotrotz, mich interessiert eine Sache, was inspiriert dich oder was inspiriert dich so vom Islam? Warum du den Islam angenommen hast oder schon immer Islam, keine Ahnung, schon immer den Islam angenommen hast oder was auch immer. Was überzeugt dich da so? Na, alles. Ich habe auch ein bisschen mich mit der Bibel befasst. Jetzt Ja. nicht, fühlt euch nicht angegriffen, aber da gibt es einige Verse, die sich widersprechen. Okay, So, welche Vers zum zum Beispiel? Beispiel Johannes 17, Vers 3, da steht Okay. drin, das ist das ewige Leben, dich, den einzig wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Also jetzt weiß Okay, ich nicht, ganz ob Jesus kurz. Christus ein Gott ist oder ein Gesandter ist. Das Okay, ganz kurz. Bitte bleib da, wo du nochmal erwähnt hast. 17,3 hast du gesagt, ja, richtig? Johannes 17,3. Okay. Ich küsse doch dein Herz. Also du hast gesagt, Johannes 17,3 ist was? Das ist das ewige Leben, dich, den einzig wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Okay. Ja, ups. Nein, nein, ganz kurz. Ich muss den Vers erstmal aufschlagen. Hä, warum geht das nicht? Johannes 17,3, ja? Ja. Okay, gib mir eine Sekunde, okay? Das ist die einzige Frage, die mich so. Weil Ja, in alles gut, diesen Versen wir steht. machen das zusammen. Wir machen das zusammen, ist gar kein Problem. So, Johannes 17,3 hast du gesagt, gell? Lies mal nochmal vor. Einen Moment, hier habe ich. Das ist das ewige Leben, dich, den einzig wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Alles klar. Dann geh mal auf 17,2 und lies uns das mal ganz laut vor. 17,2 sofort. 17,2. Hier. Warum habe ich das hier nicht? Hier 17,2. Ja, 17,2. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er alle, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Bitteschön, genau, that's it. Aber das steht, aber ich verstehe das nicht, warum Und sagen die jetzt musst Jesus du Christus, den du 17,5 gesandt lesen. Lies mal 17,5. hast. 17,5. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Aha, bumm. Fertig. Aber trotzdem sagen die da, dass Jesus Christus Bevor den die du gesandt Welt hast. war, that's it. Aber das steht trotzdem zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ja, weil Jesus Christus Gott ist.
Aber was soll ich darunter verstehen, wenn mich jemand gesandt hat, dass ich der bin, der mich gesandt hat? Richtig. Aber wie geht das? Jesus Christus, weil Gott Mensch wurde. Nochmal, du musst gut zuhören. Im Alten Testament, ich erkläre dir, wie der Ablauf ist. Im Alten Testament sehen wir, dass was? Dass die Menschen die Gesetze nicht halten konnten. 1. Johannes 29, das Lamm Gottes ist gekommen, um was? Die Sünden zu tragen. 1. Johannes 5, 20, er ist gekommen, dass wir ihn erkennen als wahrhaftiger Gott. Ja. Er ist Gott. Das Lamm Gottes ist gekommen, er ist das Schlachtopfer für uns gewesen. Und deswegen sind wir teuer erkauft. Simple and easy. Ja, viele, viele Muslime hier in den Chat, die sowieso nicht verstehen, was ich sage und sowieso auch nicht checken, was ich sage, würden sowieso sich immer kaputt lachen und sagen, was erzählt denn der Christa? Guck mal, dieser Recho, was erzählt denn der? Aber laut Allah, Koransure 27, 7 bis 8, kann Allah plötzlich Feuer werden. Darüber lachen die Muslime nicht, gell? Allah kann Feuer werden. Ja, da sagt ihr nichts, ne? Ja. Also ich war nie gegen irgendeine Religion. Ich akzeptiere deine Religion, ich akzeptiere jede Religion. Ja. Jeder soll glauben, was alles er möchte. Gut, aber vergiss eine Sache nicht. Wenn du sagst, hey, Gott, wie kann Gott Mensch werden? Dann müsste ich dich jetzt fragen, Liebe zum Schieß, wie kann Allah Feuer werden? Wie geht denn das? Also Allah kann Feuer werden, Allah kann Baum werden, aber Allah kann kein Mensch werden. Wie geht denn das? Allah kann alles werden. Das ist genau das, was ich gedacht habe. Genau, er kann alles werden. Das war eine sehr schöne Antwort von dir. Wenn er will, er kann. Nicht, er ist oder war, ja. Er war noch nie ein Mensch, er war weder ein Baum, weder ein Mensch, weder Feuer, aber doch, er kann, wenn er will. Ich lese es dir vor, okay, okay, ich lese es dir vor, okay. Er war noch nie Feuer, er war noch nie Mensch. Er Allah war ist ein Feuer. Ich werde es dir vorlesen. Alles gut. Ich lese es dir vor. Also, Sure 27, 7, ich lese dir sogar ein Vers davor. Ich lese es dir vor. Als Musa zu seinen Angehörigen sagte, ich habe Feuer wahrgenommen, ich werde von euch eine Nachricht bringen oder ich bringe euch einen Leuchtkörper, ein brennendes Stück Holz, auf das ihr euch daran wärmen könnt. Jetzt, hör zu, 8, wir lesen ein Vers weiter. Ja. Als er dort ankam, wurde ihm zugerufen, gesegnet ist wer im Feuer und wer in dessen Umgebung ist und preis sei Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Allah ist Feuer. Steht aber nicht da drin, also hast du jetzt nicht... Ist es dein Ernst? Wenn ich dir jetzt einen Brief gebe und ich sage, bitte erkläre mir den Vers, könntest du diesen Vers nicht erklären? Das ist so einfach erklärt, der Vers. Allah ist Feuer. Da ruft jemand durch das Feuer. Allah ist Feuer. Okay, nehmen wir an, Allah ist Feuer. Du sagst das, ja? Also Allah kann Feuer werden, aber Allah kann kein Mensch werden. Warum schränkt dir Gott so ein? Allah, Tapdancing, hä? Okay, das ist deine Meinung. Aber lieber zum Hadith, ich glaube, deine Verwirrung war am Anfang, was du gesagt hattest, so, weil Jesus gesandt wurde. Das ist dein Problem, dass du nicht verstehst, wie er gesandt worden ist, aber trotzdem Gott ist. Darf ich dich eine Frage stellen, nur eine? Ja, okay. Also stell nur eine Frage, ihr könnt auch reden, ich lass ausreden, ich lass alles, ich hör zu. Aber gehst du darauf ein, was ich dir vorgelesen habe? Natürlich, ja, geh ich, aber da stand nirgendwo drin, dass Allah Feuer ist. Okay, ich lese es dir nochmal vor. Ganz ehrlich, was für eine Note hast du in Deutsch? Unbewertet. Unbewertet. Okay, wenn du einen Gerichtstermin hast, ja, am 15. Dezember 2025, steht da der 6. Dezember 2025 oder der 5. Dezember 2025? Nochmal, bitte ganz kurz. Ich war jetzt nicht so mit. Ich war gerade hier mit auf meinen hier Fersen. Weil ich wollte dich was fragen, nur ganz kurz. Eine Frage, letzte Frage. Dann gehe ich auch raus, wenn du willst. Okay. War Jesus sündenfrei? War er fehlerfrei?
Ja. Jeder 26, 25, eine unverschämte Frau wird wie ein Hund geachtet. Was? Nochmal was? 25, 25, eine unverschämte Frau wird wie ein Hund geachtet. Was ist 20, 25? Was? Wo? Sirach 26, 25. Sirach sind Kirchenväter. Wir lesen keine Kirchenväter. Also ich zumindest lese keine Kirchenväter. Bumm! Aber das steht ja in der Bibel. Nein, steht nicht in der Bibel. Doch. Das sind Kirchenväter. Das steht in der Bibel. Das ist ja ein Christentum. Ihr seid ja ein. Bruder, das sind Heilige, Bruder. Kirchenväter. Das sind Kirchen. Warum hörst du nicht zu? Kirchenväter. Das hat nichts mit der. Das ist was ganz anderes wieder. Das sind Kirchenväter. Oder? Wie bitte? Sind das Christen oder was sind das? Was meinst du? Was sind das Christen? Das sind Kirchenväter. Natürlich waren Kirchenväter Christen. Ja, also ein Christ sagt, ein Christ laut einem Christ sagt Jesus, eine unverschämte Frau wird werden. Ich lese keine Kirchenväter. Bruder, also guck mal, was er sagen möchte, dass also liebe zum Hadith, er möchte aus der Bibel, ja, also er möchte nicht, dass du mit Kirchenvätern kommst, ja. Genau. Wir kommen ja auch nur mit dem Koran oder mit Hadithen. Deswegen komm mit der Bibel, so. Und das mit den Kirchenvätern, ja, die haben sehr viele Zitate und sehr viele Werke, die metaphorisch gemeint sind, ja. Das heißt jetzt nicht, dass die Frau wörtlich ein Hund ist, ja. Oder wie ein Hund geachtet. Also, Liebe zum Hadith, ich würde dir einfach sagen, lies nochmal den Koran, lies deine Schrift, du bist ein Feueranbeter, plus, ja, in der Kaaba, dürfen wir eine Sache nicht vergessen, ja, die Steine vergeben Sünden, ja, ich dachte, euer Allah vergibt Sünden, aber wie es aussieht, ist der Stein euer Gott, ja, nimm's mir nicht übel, aber wie gesagt, steht in den Schriften drinne und ich denke, nimm das so an, wie ich es dir sage, weil, wie gesagt, ich komme nur mit Quellen und ja, wie gesagt, ich würde dir sogar empfehlen, lies die Bibel, lies das Neue Testament und rette deine Seele, verlasse die Sekte, weil, Amen. Amen. Genau, lies die Bibel. Das wäre mal was Gutes. Weil du musst eigentlich auch die Bibel lesen von deinem Glauben aus. Musst du die Bibel lesen. Zur Hand. Darf ich dir eine Frage stellen, Liebe zum Hadith? Alles gut. Der hat nicht so viel Wissen, Bruder. Alles gut. Ich brauche mit dem jetzt nicht weiter reden. Weißt du, alles gut. Ne? Also es ist okay. Ich glaube, Dein Internet ist auch nicht so gut. Deswegen alles gut. Das ist Zeitverschwendung. Alles gut. Okay, Gottes Segen. Gottes Segen, Gottes Segen. So. Und an alle, die hier drin sind, an die Glaubensbrüder und die Geschwisterleute, ne, ich küsse eure Herzen, alle mal liken. Tippi, ne, immer typico. Ihr kennt mich ja, ne, typico, tippi. Und unterstützt auch den Bruder, also, wenn ihr könnt, wenn ihr möchtet. Alles ihr gut. Das sollen mal die lieben Brüder, Geschwister alle freiwillig. Natürlich. Aber so, du nimmst dir ja auch die Zeit und du bist ja für uns alle jetzt gerade da und wir für dich. Also man kann ja auch ein bisschen Liebe zeigen, indem man einfach einander unterstützt. Das wäre einfach was Schönes. Wieso nicht? Alles. Picasa, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Wie geht's dir? Danke. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Auch gut. Du hast gesagt, ich habe Angst, deswegen nehme ich dich nicht hoch, deswegen habe ich dich hochgeholt. Nee, das habe ich nicht geschrieben. Ich glaube, du hast dich verguckt. Ich habe geschrieben, ich kann das länger nicht mehr hören, ich muss jetzt was dazu sagen. Folgendes, erstmal zu dem, wo du meintest, also ich bin schon die ganze Zeit jetzt da drin, ich wollte die ganze Zeit kurz hoch und einmal das Ganze klarstellen. Du meintest ja, dass mit dem Teufel, dass er dann in das Ohr uriniert, wenn man nicht zum Morgengebet aufsteht. Ja. Genau, darauf wollte ich mal hinausgehen. Da hat vorhin Julie was ganz Schönes gesagt. Sie hat gesagt, es gibt aber noch den Teufel. Okay? Folgendes. Damit ist gemeint, wenn, jetzt als ein simples Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel in der Schule, dein Lehrer sagt, du sollst in der Schule aufpassen, ja? Und keine Scheiße bauen. Aber du baust trotzdem Scheiße. Dann ist die Konsequenz dafür, dass du nachsitzen musst. Okay. Das entscheidet der Direktor, weil der Direktor die Macht darüber hat. Und so meine ist es auch. Meine Frage wäre jetzt, darf ich kurz ausreden, dann kannst du. Okay. Folgendes. Und das ist damit gemeint, wenn du nicht zum Morgengebet kommst, weil der Gott gibt dir schon, also Allah gibt dir schon, den Koran und die Gebete, damit du nicht vom Teufel beeinflusst werden kann, weil
der Kampf zwischen dir und der Teufel ist der Glaube. So, wenn du am Glauben bist, dann kann der Teufel dir nichts und er wird immer wieder kommen. Und wenn du nicht dein Gebet machst und morgens aufstehst, dass der Teufel dann Einfluss auf dich hat, dafür hat er die Kraft auf dieser Welt, auf dieser Dunja. Das ist ein. Also ich finde das. Bist du fertig? Darf ich dazu was sagen, Flex, wegen, weil er gesagt ganz hat, kurz, ich. Ganz kurz, Juli. Ganz kurz, ja. Juli. Eine Sekunde. Du hast gerade dein Mohammed komplett begraben, indem du Mohammed widerlegt hast, eigentlich mit deinen Worten. Finde ich eigentlich gut. Normalerweise solltest du anstatt Mohammed der Prophet sein. Ja, du hast Mohammed komplett mit deinen Sachen, was du gesagt hast, komplett begraben, bin ich ganz ehrlich. Die Frage ist, bist du Ibn Kathir? Bist du Ibn Jalalain? Bist du Ibn Abbas, dass du das so auslegst, wie du das sagst? Weil der Prophet hat was ganz anderes in diesem Hadith gesagt. Also du hast eigentlich deinen Prophet Mohammed komplett mit deiner Aussage begraben eigentlich. Aber wie gesagt, congratulations vor 400 Leuten, das hast du gut gesagt. Ich küsse dein Herz. Oh, noch mal eine Sache. Du sagst die ganze Zeit bei jeder Aussage, die jemand tätigt, du hast deinen Allah begraben, du hast deinen Koran begraben, du hast deinen Propheten begraben. Kannst du eigentlich auch mal mit was Sinnvollem kommen? Oder ist es deine Masche hier, Leute hier ins Negative zu ziehen? Ich habe dich gerade aufgeklärt. Ich gehe anhand deiner Aussage, würdest du direkt aus der Quelle zitieren und nicht irgendetwas vor dir hinphilosophieren, würde ich sagen. Das machst du doch aber auch bei deiner Bibel, oder nicht? Gerade eben zum Beispiel. Nein, das mache ich nicht. Ich erkläre, was da drin steht. Als der Junge dir was erklärt hat. Darf ich reden oder willst du mir ständig reinreden? Erzähl. Okay. Also, ich versuche es jetzt mit dir nochmal. Ja? Sachlich bitte, ne? Sachlich. Okay, willst du mir weiterhin unterbrechen? Nein, aber ich will, dass du sachlich bleibst. Okay, und ich bleibe direkt. A'udhu billahi shaitanir rajim. Darf ich reden? Darf ich reden? Red, ich bin nicht dein Gott. Ich frag dich, ob ich reden kann. Bist du fertig? Okay, gut. Also, erstens, wenn ich über Gott spreche, dann wird nicht geheuchelt, weil ich hasse es zu heucheln. Das geht gar nicht. Wir müssen ehrlich sein. Ja, so. Du hast etwas gesagt. Ich habe dir aufmerksam zugehört. Du hast deinen eigenen Propheten widerlegt und hast deine Argumente gebracht. Darum ging es mir. Und deswegen habe ich gesagt, du hast deinen Propheten begraben, weil dein Prophet hat was ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, wer zum Gebet nicht aufsteht, Satan uriniert in deinen Ohren. Da steht nicht drinne, wenn du zur Schule gehst, das ist so gemeint und ich erkläre dir, wie es wirklich gemeint ist. Mohammed war klar in seiner Wortwahl. Er hat gesagt, wer zum Gebet nicht aufsteht, Satan uriniert in deinen Ohren. Fertig, Punkt, aus. Bumm. Und das stimmt. Ist so. Okay. Ja. Wenn Du musst es aber auch verstehen. Wenn Satan in deinen Ohren uriniert, die Frage ist jetzt, wir haben so viele Menschen auf der Welt, wie schaffen die Dämonen, jeden Einzelnen ins Ohr zu urinieren? Kannst du mir das vielleicht erklären? Das wurde dir schon erklärt. Es gibt mehrere. Nein, das wurde mir nicht erklärt. Das wurde mir auf einer hohle Weise erklärt, ja, aber nicht auf einer schlauen Weise. Es gibt mehrere. Ja. Also wieso, so viele Menschen, die es auf der Erde gibt, so viele Dämonen gibt es auch, oder wie? Es gibt mehrere. Ach du Scheiße. Kannst du jetzt aber bitte wofür ich gerade gebeten habe, kannst du das einmal verständigen? Für dich verständigen. Willst du es nicht verstehen? Was ich gerade erklärt habe. Ich habe es dir ja gerade erklärt, sachlich, aber du hast es wiederholt. Und das, was du wiederholt hast, habe ich dir nur nochmal richtig erklärt. Nur nochmal für Schlaue. Nein, du hast dein Prophet. Ey, der checkt. Juli, bitte, helf mal, bitte. Ja, okay. Du hast vorhin gesagt, dass ich was Schönes gesagt habe. Das war aber, weil der Junge, der im Stream war, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, auf jeden Fall gemeint hatte, der Flex hatte gemeint, findest du das göttlich, was da steht, dass der Satan dann in dein Ohr uriniert, wenn du nicht betest? Und er hat gesagt, ja, das ist göttlich. Und dann habe ich ihn gefragt, ich so, aber wer uriniert denn in dein Ohr? Ja, der Satan. Ich so, aber der Satan ist doch nicht göttlich.
Ja, es ist ja auch nicht göttlich. Nein, aber... Es ist eine Strafe. Aber, ja, natürlich, aber wieso sollte ein Gott zulassen, dass Satan in dein Ohr uriniert? Das ist doch nicht göttlich. Das ist, worauf wir hinaus wollen. Also Gott kann ja auf tausende Art und Weisen sagen, wie du dich vor Satan schützen sollst. Und das ist, wenn du dich an sein Wort hältst und dein Tempel reinhältst und Gutes tust und keine Sünden begehst. Dann bleibt der Satan fern. Aber unser Gott sagt doch nicht, ja, der kommt und pinkelt dir jetzt ins Ohr. Also das ist so nicht... keine göttliche Aussprache. Nein. Das ist vom Propheten gesagt, aber das hat nichts mit Gott zu tun. Was man noch mal. Vor, du stehst am frühen Morgen auf, du hast voll Urin und du hörst den Gebetsruf nicht. Flex, mit Julie kann ich mich unterhalten. Mit dir kann ich mich nicht unterhalten. Du hörst es nicht, weißt du, weil dein Ohr komplett voller Urin ist und du versuchst es zu hören. La ila ila. Und du hörst immer noch nichts. Okay, Julie, nochmal zu dir. Ich will mit Flex gar nicht reden. Das ist Nein, das geht aber nicht. Du bist bei Flex im Wohnzimmer. So musst du es sehen. Ja, aber es ist gerade zu quatschig. Der nimmt uns auch gar nicht ernst. Und du wärst auch kein gutes Vorbild, um jemanden hier den Christentum zu... Also, das ist, glaube ich, weil du halt ein bisschen so die Hände vor den Augen hast und nicht sehen willst. Nein. Man kann das auf einer... Wenn du es liest, es hat der Prophet hat es ja gesagt, aber wenn du es liest, hast du das Gefühl, dass Gott so redet zu dir? Genau. Julie, ich wollte dir doch gerade eine Antwort bitte, drauf geben. Bruder in Adam, bitte, wenn du das so liest, ja, wenn du jetzt nicht aufstehst und begehst, dann wird der Satan in dein Ohr urinieren. Er hätte auch sagen können, der Satan wird Einfluss auf dich haben, der wird dich verrückt machen, der wird dich testen, der wird deine Ohren zuhalten, damit du es nicht hörst, aber urinieren, findest du das göttlich? Findest du, dass das eine Prophezeiung das ist von Gott ist? Satanisch sogar. Ich will es dir doch gerade erklären, Julie. Ja, dann erkläre es bitte. Schau mal, das sind alles ungefähre Übersetzungen. Weißt du, wie viel ein Wort im Arabischen eigentlich, wie du das eigentlich interpretieren kannst? Okay, Ahmad. Ja, klar. Das ist das Krasse. Lies es auf Arabisch. Deshalb, man Lies muss. Es auf Arabisch. Lies mal auf Arabisch bitte, weil ich kann wohl so Ahmad. Arabisch, ne? Ja, Ahmad. Ja, geh mal bitte auf Sunan ibn Majah 1330, weil der lügt jetzt gerade. Er hat gesagt, das ist nicht so, wird nicht so beschrieben. Geh mal auf Sunan ibn Majah 1330 und bei sunna.com und dann liest das mal bitte auf Arabisch vor. Jetzt gucken wir mal, ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Ich lüge gar nicht, du hast mich nur nicht verstanden. Ich habe gesagt, dass es vielleicht so interpretiert wird, aber es kann auf anderen Art und Weisen gemeint sein. Verstehst du, wie ich meine? Naja, klar verstehe ich das. Ich kann auch Arabisch. Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Aber es gibt so viele Verse, die einfach so nicht göttlich sind. Verstehst du, was ich meine? Es ist nicht nur dieser Vers. Es gibt so viele. Ja. Und dann immer wird dann gesagt, ja, die Wörter, und man kann es nicht übersetzen. Nein, Gott wird nicht zulassen, dass ein Mensch auf der anderen Seite der Welt, der kein Arabisch kann, es auf so eine Art und Weise zu lesen bekommt. Das ist nicht göttlich. Ganz einfach, wirklich nicht. Wirklich nicht. Gut. Flex, Bruder, welche Nummer? Ganz kurz, welche Nummer war das nochmal? Sunan ibn Majah 1330. Und dann auf Arabisch. Auf Arabisch wird sogar noch viel, viel schlimmer erklärt. Plus, das wurde sogar eingestuft als Sahih, sogar authentisch. Leute, es geht um eure Seele. Jetzt mal Spaß beiseite. Es geht wirklich um die Ewigkeit. Morgen könnt ihr sterben. Ihr könnt gleich, vielleicht werdet ihr morgen nicht mehr aufstehen, wach werden. Es geht um die Ewigkeit. Eure Seele wird irgendwo hingehen und ihr müsst wirklich forschen und lesen und nachgucken. Nicht einfach, ihr werdet irgendwo reingeboren und ja, jetzt ist gut so und ich bin jetzt stolz darauf. Nein, ihr müsst wirklich untersuchen. Das ist so wichtig. Es geht um die Ewigkeit, bitte. Wir wollen euch nicht zwingen, weil Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Wer sind wir denn, dass wir euch jetzt zu irgendwas zwingen oder pushen? Aber wir wollen einfach, dass eure Seele... Oh, ich sehe schon, wir haben ein ISIS-Mitglied hier drin. TikTok, wir distanzieren uns. Bruder, ich habe das gelesen. Da steht, der Shaitan uriniert in deinen Ohren. Also du kannst gerne anzeigen, einwenden. Lebt in den Ohren? Shaitan, der Satan. Lebt in den Ohren? Nein, uriniert in den Ohren, habe ich gesagt. Aha, also Picasso, was machen wir jetzt? Ich habe es erklärt, wenn man es nicht verstehen will, dann ist das so. Alles klar, okay, dann Dankeschön, du hast uns erleuchtet, passt. Alles gut, kein Problem.
Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall, was ich nochmal sagen wollte, so einfach nur für euch, auch in den Kommentaren, also wenn ihr jemanden von eurer Religion überzeugen wollt, ne, dann solltet ihr aufhören, so negativ zu sein. Ehrlich, was ich dir sage, dann könnten wir sogar einen sauberen Dialog führen, aber ich mag nicht, wenn Leute heucheln oder irgendwie philosophieren. Es ist kein Heucheln, ich bin immer noch beim Wort, also ich stehe dazu, 100 Pro. Nochmal? 100 Pro, also ich stehe dazu, soll der Teufel in mein Ohr urinieren, 100 Pro. Okay, aber glaubst du, wenn du als Märtyrer stirbst, dass du 72 Jungfrauen im Himmel bekommst, stellst du dir so den Himmel vor? Nur die Frage, bitte. Ich stell mir gar nichts vor. Ich will einfach nur auf diese... Alles gut, Picasso, vielen, vielen Dank. Und bei allem Respekt, falls ich vielleicht mal ein bisschen respektlos war, entschuldige ich mich nochmal dafür. Wie gesagt, du bist ruhig, du bist entspannt gewesen. Aber wie gesagt, es passt. Alles gut. Ich bedanke mich, ne? Vielen, vielen Dank. Bitte such das Göttliche, den wahren Gott. Bitte, bitte. Mach das. Alles gut. Rette deine Seele. Mein Gott. Ja. Die sind okay mit alles. Hauptsache, die haben Angst zu verraten oder die haben das Gefühl, dass sie irgendwie jetzt Verräter sind, wenn die jetzt irgendwie einen Zweifel zugeben, weißt du? Aber Flex, weißt du, letztendlich ist das Wichtige, dass wir die frohe Botschaft halt verkünden und letztendlich wird der Heilige Geist auch seine Arbeit machen und irgendwann wird er vielleicht an diese Worte denken, weißt du? Hallo? Erstmal Assalamu alaikum. Ich hätte eine Frage. Eigentlich als Streamer bin ich der Fragen stellt, aber weißt du was? Ich bin noch reingekommen, deshalb hatte ich eine Frage. Nein, darum geht's nicht, ob du reingekommen bist. Es geht darum, ich, der Streamer, müsste dir eigentlich eine Frage stellen, wer bist du, beispielsweise, bist du Moslem, bist du Christ? Und dann müsste ich dir eine Frage stellen. Aber ich gehe darauf ein. Ist es in Ordnung für dich, wenn ich eine Frage stelle? Natürlich, ich hab nie gesagt nein. Ich meine ja nur. Es war ja. Okay, PDF, Google, PDF. Hört man mich? Wir hören dich sehr gut. Okay, perfekt. Frage, und zwar war ja Jesus bei euch Gott, oder? Sagt ihr? Richtig, genau. Der war gut. Und ihr sagt ja, dass Jesus gekreuzigt wurde. Richtig. Und Markus 19,34 sagt hier Jesus, übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Richtig. Und die Frage ist, warum war Jesus, also ihr sagt ja, Jesus ist Gott, und die Frage ist, warum konnte Gott sich vor, also wo der gekreuzigt wurde, sich nicht selber befreien, beziehungsweise warum hat war das der Vater, Moment, warum hat der Vater in diesem Zeitpunkt Jesus verlassen. Alles gut, erkläre ich dir. Okay, lies uns mal 1. Johannes, Johannes Kapitel 1, Vers 29, lies uns das mal vor. Und dann arbeiten wir uns mal weiter vor, damit du weißt, wer das Schlachtopfer ist. Das ist gar kein Problem. Macht euch keine Sorgen, Leute, ich habe alles bereit hier. Für diese Fragen, ich habe immer alles gleich parat. So, sag mal nochmal, Johannes was? Johannes 1,29, lies mal vor. Ah, hört man mich nicht? Ey, ich bin gerade auf Google, deshalb so. Ich glaube, wenn ich da rausgehe, dann hört man mich nicht. Also wenn ich aus TikTok rausgehe. Aber da stand auf jeden Fall so am nächsten Tag irgendwas mit Johannes, siehe Gottes Lamm. Okay, also das Lamm Gottes ist ja gekommen. Ja, er ist das Schlachtopfer für uns. Ja, ja. Weil wir ja Sünder sind. Ja, wir sündigen ja tagtäglich. Ja, genau. Würde dieser, ja? Ja, weiter. Okay, würde dieser Gott nicht kommen, Johannes hat ja gesagt, das ist der Mann, von dem ich sprach, der schon vor mir da war.
Und er ist das Schlachtopfer, weil du ja gesagt hast, mein Gott, was noch? Mein Gott, warum hast du mich verlassen, richtig? Genau, genau. Okay, sehr gut. Jetzt lies uns mal bitte Psalm 22. Ich kann gerade nicht auf Google gehen, ich habe auch kein zweites Handy parat, deshalb, wenn ich hier aus TikTok rausgehe, man hört mich nicht. Okay, okay. Also du hast kein Laptop, du hast nichts da? Nichts, ich habe nur mein Handy, da bin ich gerade live. Okay. Juli, möchtest du das machen oder soll ich das machen? Wie du magst. Nein, das Ding ist, da waren noch Juden, also bei der Kreuzigung waren alles Juden dabei und die meinten selber so, wenn das euer Gott ist, warum kann er sich da nicht befreien? Wenn das euer Gott ist, wenn ein Gott ist allmächtig, warum kann er sich da nicht befreien? Da frage ich mich, was... Ich versuche es dir mal einfach so einfach wie möglich zu erklären, menschlich, damit es für dich... Ja, ich bin auch nicht perfekt, aber ich gebe mein Bestes, okay? Ja, also don't judge me, aber... An welchem Moment hat er das denn gesagt? Hast du das schon auch, also weißt du, in welchem Moment er das gesagt hat? Wann genau? Beim Kreuzigung, wo er gekreuzigt wurde. Ja, genau. Also aber an der Kreuzigung genau hat er gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war kurz bevor er seinen letzten Atem genommen hat, oder? Das heißt, sein genau. Fleisch, er war ja ein Fleisch da. Sein Fleisch muss ja sterben. Das heißt, im Moment... Wo er sterben kann. Das ist viel einfacher. Er hat seinen Geist in Gottes Hand gelegt. Ja, das lesen genau. wir auch. Genau. Das ist ganz einfach erklärt. Er hat seinen Geist in Gottes Hand abgelegt. Ja. Also somit, ist Jesus an diesem Moment. Somit ganz kurz, somit ist das Fleisch gestorben, aber der Geist Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Amen. Und warum er sich nicht gerettet hat, ist ganz einfach. Er hat sich gerettet. Wie? Ja, er hat diesen ganzen Leid und Schmerz besiegt. Wie? Mit der Auferstehung. Ja, mit der Auferstehung hat er das alles besiegt. Ja, und er musste ans Kreuz gehen. Ja, und er musste auch auferstehen, damit sich die Prophezeiungen erfüllen. Ja, im Alten Testament. Also ist ein Gott nicht allmächtig genug, die Sünden zu vergeben. Deshalb muss ein Jesus ans Kreuz gehen, um die Sünden zu vergeben, weil ein Gott nicht allmächtig ist, um die Sünden zu vergeben. Dafür muss ein Jesus an Kreuz sterben, um die Sünden zu vergeben. Du musst kurz auf Stumm gehen. Ahmad und Juli geht nur kurz auf Stumm. Das geht ganz schnell. Okay. Das wäre sehr. Also, du hast ja gesagt, warum ein Gott nicht einfach so die Sünde vergibt. Hast du schon mal was von Liebe gehört? Ja, habe ich. Okay, wenn du weißt, was Liebe ist, das nennt man Liebe. Er ist gekommen, dass wir ihn erkennen. Das nennt man Liebe. Dass wir diesen wahrhaftigen Gott erkennen. Und das nennt man Liebe. Das nennt man pure Liebe, mein Freund. Das ist Liebe. Also lässt er sich an den Kreuz hängen für Liebe. Du kannst froh sein, dass wir einen wahrhaftigen Gott haben, der das mit Liebe getan hat. Also ich soll froh sein, dass jemand am Kreuz gestorben ist, dass er sich quälen musste an den Kreuz, damit er für die Sünden der Menschen stirbt. Das nennt man Liebe. Also trägt Jesus die Sünden aller Menschen. Natürlich. Auch sonst die Sünden von wir, auch die sonst Sünden. Sonst könnten wir mit ihm im Paradies keine Gemeinschaft haben. Das geht gar nicht. Also trägt Jesus auch die Sünden, die Hitler damals getan hat. Wenn Hitler Buße getan hat und wenn Hitler es bereut hat und wenn er ihn als Herr und König und Gott angenommen hat, dann ja, wenn er es wirklich von Herzen aus bereut hat und nicht nur einfach so vor sich hingefaselt hat, sondern wirklich aus tiefstem Herzen bereut hat und auf die Knie gegangen ist und gesagt hat, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein Sünder, verzeihe mir, Herr. Ja, dann ja, auf jeden Fall. Also kann jemand einfach so rausgehen, alle töten und sagen, okay, ich bereue das jetzt. Es ist keine Kreditkarte oder Joker, dass du Jesus nimmst und hinlegst, wann du möchtest. Wenn du dich für ihn entscheidest, dann ändert sich auch dein Leben. Das heißt, du bist ein anderer Mensch, du bereust, was du gemacht hast und du willst ihm folgen, sein Wort folgen und ihm gleich sein. Ach so. Du darfst nicht, weil du jetzt denkst, weil du in Christus bist, kannst du jetzt alles machen, was du willst. Nein, die Regeln sind immer noch strikt zu befolgen. Es gibt keine Freifahrtschein, wie du denkst, Jesus Christus für dein, und deswegen kannst du, nein, wenn du es innerlich bereust, was du da getan hast,
wird dir vergeben. Du bist tu Buße. Ja, genau. Aber es heißt nicht jetzt, weil du in Christus bist, dass du jetzt die Freifahrtschein, dass du diese Freikarte hast, dass du machen kannst, was du willst. Gibt's nicht. Also es ist jetzt nicht so wie bei der Schahada, dass wenn man mit seinem letzten Atem das noch ausspricht, dass man trotzdem in den Himmel kommt, egal was du vor einer Stunde gemacht hast, Genau. hat man das nicht. Das kann man nicht miteinander vergleichen, also. Weil die Menschen, die sterben und kurz vorm Sterben dann die Schahada nehmen und denken, sie wären gerettet, ist falsch. Ja, sie sind erst gerettet, wenn sie den Herrn Jesus Christus annehmen. Ganz Aber einfach. ich würde nicht so sagen, ich würde nicht sagen, dass ich gerettet bin, dass ein Jesus am Kreuz hing und selber sagt, Vater, Vater, warum? Der hat ja auch davor gesagt, wenn du willst, mein Vater, lass diese Kelche an mir vorbeigehen. Er wollte selber nicht gekreuzigt werden. Das, ihr sagt ja Sohn Gottes. Okay, aber nicht dein Gottes, Wille ist, das aber ist nicht mein Wille ist, Gottes, sondern nein, dein Wille ist hier. Gottes. Warum Aber lässt du diesen Vers? warum muss ein Gott so, bei uns Okay, sagt man, also alle bei kurz uns aufs ist. Zoom. Martin und Juli, ganz kurz. Okay, dann nimm mal irgendetwas und lies uns mal Johannes 5,20 vor. Wie gesagt, ich habe weder ein Handy noch sonst was, noch ein Laptop. Ich bin Okay, einfach lies so es dir vor. reingekommen, weil du auf meiner For You warst. Deshalb bin ich reingekommen. Aber ich habe weder noch ein Handy noch ein Laptop. Aber ich finde das auch so, wo ich mir denke, so, okay, da muss ein Mensch sterben, der muss da gequält werden am Okay, Kreuz. eine Frage, okay. Alles gut, wenn du nicht daran glaubst, dass Gott Mensch werden kann und so, alles gut. Wir nehmen das mal so, wie du es sagst. Ich frage dich, kann Allah Feuer werden? Ja, ich frage, ich will hier nur aufgeklärt werden, so, ich will sonst nicht, Alles gut, kann ich will Allah mich ja, Feuer werden? ich kann ja hier nur lernen, oder? Ja, ist kein Problem. So, Kann deshalb, Allah so, Feuer werden? das war nur eine Frage, so, warum Kein Problem. Kann Allah Feuer werden? ob Allah Feuer werden kann. Ja, ist Allah ein Feuer? Nein, Allah ist ein Gott, ein allmächtiger Gott, der Sünden vergibt, Okay. ja, der Was ist, Sünden. wenn ich dir beweise, dass Allah Feuer ist? Komm, bring mir den Beweis. Bring mir den Verweis, Ich Beweis. frage dich nochmal, was ist, wenn Allah ein Oder habe ich Feuer hier schon ist? gesagt? Bring mir den Beweis. Aha, und dann? Bring mir den Beweis. Ja, aber was denn? Habe ich doch gesagt, Allah kann nicht Feuer werden. Allah ist ein Gott. Also, ihr habt Allmächtig. es gehört, Leute. Allah kann nicht Feuer werden. Okay. Dann gehen wir auf Sure 27, Vers 7. Ich lese es dir vor, okay? Okay. Ja. Heute wirst du Christ. Niemals, niemals werde ich Christ. Ich will Ja, nicht in der dann Hölle betest du aber verrecken. einen Feuergott an. Wie nochmal? Dann betest du aber einen Gott an, der Feuer ist. Ich kenn die Sure. Ich weiß ganz genau, wo du hinaus möchtest. Er ist Feuer. Er ist kein Feuer. Du Doch, ich meinst lese es dir vor. die Sure, wo er beim brennenden Baum, oder? Okay, ich lese es dir vor. Ich lese es dir Komm, vor. lies vor. Wolltest die ganze Zeit kommen. Als Komm Musa zu zu mir. seinen Angehörigen sagte, aber bitte nicht heucheln, weil wenn du heuchelst, Komm, dann rede. hört dich. Alter, ich muss noch zum Sahur, ich muss noch mein Fajr-Gebet machen. Komm, rede jetzt. Ja, ich habe. Sei nicht respektlos. Ich bin ganz Nein, ich entspannt. sag ja, bitte komm zum Punkt, okay? Ich habe ein Feuer wahrgenommen. Ich werde euch davon eine Nachricht bringen oder ich bringe euch einen Leuchtkörper, ein brennendes Stück Holz, auf das ihr euch daran wärmen könnt. Als er dort ankam, wurde ihm zugerufen: Gesegnet ist wer im Feuer und wer in dessen Umgebung ist. Und preis sei Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Allah ist Feuer. Ich kenne die Sure, das ist genau beim brennenden Baum ist die Sure. Und das ist genauso wie wenn du sagst Radio, wenn du irgendwas aus dem Radio hörst, oder? Das ist ein technischer, guck mal, soll ich mal ruhig No, sein? nicht flüchten, Das nicht flüchten. ist ein technischer, hör zu, es ist ein technischer Knockout generell. Es ist ein technischer Knockout. Warum? Hä, du liest eine Sure vor und sagst Hör Knockout. zu, hör zu. Ey, wenn Da irgendwas aus steht, dem Radio kommt, okay, wenn du Radio hör so. zu, da Okay, steht, komm, sorry, ist rede. wer im Feuer ist. Im Feuer, Ja, im Feuer, nicht bist außenrum, da steht im Feuer. Allah Genau. ist im Feuer, mein Freund. Daran wird sich nichts ändern. Da steht im Feuer. Bist fertig? Das Ganze nicht widersprechen. Da Bist du steht im fertig? Feuer. Ja. Okay.
Wenn du Radio hörst, ne? Und wenn, Moment, Moment, wenn du Radio hörst, ne? Wenn du Radio hörst und du hörst eine Männerstimme, okay? Sagst du dann, okay, Radio, da ist ein Mensch. Da ist ein Mensch drin, der gerade redet. Ja oder nein? Wir können die Göttlichkeit von Allah doch nicht mit einem Radio vergleichen. Nein, hör zu. Wenn du, wenn du doch, wenn du irgendwas merkst, hörst, merkst du, hörst nicht eigentlich. Wenn du Fernseher schaust, okay, wenn du Ton hörst, okay, sagst du dann, okay, im Fernseher ist ein Mensch drin, der redet gerade. Ja, wenn also, da steht sagst, Allah, Moment, wenn da steht Allah, dann ist Allah im Fernsehen, richtig? Du zockst gerade PlayStation, der Kommentator ist im Fernseher drin, das sagst du. Ja. Ja. Was hat jetzt die Göttlichkeit natürlich von Allah zu tun? Ich kenne doch die Sure. Da ist die Sure, da ist ein brennendes Baum. Ich weiß, weil das war der Stand vom Baum und da kam eine Stimme. Das ist genau die Sure. Ich kenne ganz genau die Sure. Das ist ein Knockout. Du hörst gar nicht zu. Du lässt mich doch gar nicht ausreden. Guck mal, Leute, lasst uns jetzt mal ehrlich sein. Leute, jetzt lasst uns mal wirklich ehrlich sein. Warum heuchelst du bei diesem Vers, wenn da steht, das ist so ein eindeutiger Vers, da steht, als er dort ankam, wurde ihm zugerufen. Ja, das sage ich, das versuche ich die ganze Zeit zu erklären. Ich bin noch nicht fertig. Wenn du PlayStation zockst, ich weiß nicht, wie das bei dir zu Hause ist. Nein, Allah ist kein PlayStation, du kannst Allah nicht mit deinem PlayStation vergleichen, hör auf zu heucheln. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du irgendwas zockst oder wenn du Radio hast, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hör doch mal zu. Okay, komm, rede. Ich weiß nicht, komm, rede. Okay, du heuchelst gerade. Du heuchelst. Das ist euer Problem. Ihr heuchelt. Ich versuche das zu erklären, du lässt mich gar nicht ausreden. Bruder, sei doch mal kurz ruhig. Hör zu. Okay. Da steht drinne, als er dort ankam. So, ich gehe sogar noch tiefgründiger in die Materie rein. Wenn ich merke, du heuchelst, dann gehe ich noch tiefgründiger in die Materie rein. Also, als er dort ankam, wurde ihm zugerufen. So, jemand hat ihn gerufen. Ja. Gesegnet ist, wer im Feuer und wer dessen Umgebung ist. Wer hat ihn zugerufen im Feuer? Wer war das? Das war Allah. Ah, also im Feuer ruft Allah, richtig? Was versuchst du doch die ganze Zeit, du Mensch? Wenn ich versuche das die ganze Zeit zu erklären. Warte, guck mal zu, hör mal, ihr hört mir doch gar nicht zu. Das versuchst du die ganze Zeit. Du sagst doch selber, ein Mensch ist im Fernseher drin, wenn er redet. Lass doch mal jetzt den Fernseher hier raus und das PlayStation und ganz Disneyland. Lass doch mal dieses Disneyland und Tom und Jerry. Also ganz ehrlich, wieso ist denn derjenige, der im Feuer ist, gesegnet? Ich versuche euch das die ganze Zeit zu erklären. Ihr kommt die ganze Zeit. Ich frage den Typ, wie heißt du Flex? Ich frag den Typ Flex eben. Da sieht man, wie inkompetent ihr seid. Ich frage den, wenn du ein Kommentator bist, ob der im Fernseher ist. Ja, er ist im Fernseher. Okay, geh mal auf stumm. Geh mal auf stumm. Geh mal auf stumm. Okay. Geh mal auf stumm. Okay. Ganz kurz. Geh mal auf stumm. Du musst auf stumm gehen. Also, was ich nicht verstehe, ihr gebt euch tagtäglich Eigentore. Aber was für Eigentore ihr euch ständig gibt. Der Vers ist so eindeutig. Guck mal, ich bin sogar noch ins Detail reingegangen. Du kommst immer noch mit einem Fernsehen. Allah ist kein Fernsehen. Der Kommentator ist nicht Allah. Und somit passt das schon gar nicht zusammen. Dieser Vergleich ist schon total dämlich eigentlich. Ja, der Kommentator ist nicht Allah. Und wenn der Kommentator im Fernsehen ist, ist er ebenfalls nicht Allah. Weil wir sprechen hier von zwei verschiedenen Dingen. So, ich lese es dir nochmal vor und ich gehe nochmal ins Detail rein. Also Leute, wenn man das nicht versteht, was ich sage, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Also das noch schönreden zu wollen, dass Allah nicht Feuer ist, wer ruft denn da gerade? Durch im Feuer. Im Feuer, wer ruft da im Feuer? Als er dort ankam. Unterbrechen oder so, darf ich? Als er dort ankam, wurde ihm zugerufen. Gesegnet ist, wer im Feuer und wer in dessen Umgebung ist. Derjenige, der im Feuer ist, der gesegnet ist, wer ist das? Jetzt bin ich gespannt, ob du ehrlich bist. Oder habe ich doch die ganze Zeit gesagt, du willst das nicht verstehen, deine Kollegen unten auch nicht so, haben schon gesagt, okay. Ja, habe ich doch die ganze Zeit gesagt, habe ich doch fünfmal gesagt, hast du irgendwas im Ofen oder was? Okay, raus, Heuchler, raus. Der nächste Heuchler, raus, einfach raus, habe ich keinen Bock drauf. Ja.
Ja. Ich habe ihn extra gefragt, der, der im Feuer ist, der gesegnet ist, wer ist das? Der heuchelt immer noch rum. Ja. Ja. Ey, Mann, Alter, das ist echt, sorry. Sind auch alles so junge, ne? Die sind ja alle so jung, 20, 22. Weißt du, was ich nicht verstehe? Der im Feuer ist, der gesegnet ist, ich frag ihn, der kann darauf kein. Der heuchelt weiter. Nicht. Der hat auch Eile, der hat gemeint, ich muss gleich beten, weil sein Gott wahrscheinlich Termine hat oder so, keine Ahnung, danach. Also danach wird nicht gehen. Hey, deswegen, Leute, betet einfach, wann ihr wollt. Egal wann, 20 Mal, 100 Mal, einmal. Da schreibt er eine, geh live mit Liebe zum Hadith, du wirst. Oh, please. Ey, lass ich please. Nicht lachen. Dass ich nicht lache, ey. Dass ich nicht lache. Liebe zum Simsalabim. Focus, Liebe, Focus. Zum, Liebe zum Simsalabim. Ja, ja. Das ist doch der Wahnsinn. Ne? Die machen doch Flex alle also, nach, Mann. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die machen Flex alle nach. Alles. Seine yeah. Sprüche, seine Sprüche, alles. Hallo? Copycat. Ja. Hallo. Ey Flex, ey Flex. Hallo. Kannst du Arabisch? Ich habe eine Frage. Kannst du Arabisch? Darf ich in dein Bart beißen? Kannst du Arabisch, du Muschrik. Alles gut, Alter. Der ist einfach ein Kafir. Alles was hat gut. Der geraucht? Das war ein Kafir. Das war einfach ein Kafir. Alles gut. Das ist ein richtiger Job, an der hier drin war. Alles gut. Alter, was hat der geraucht? Ich will das auch. Ja, ja, das war gut. In dem Bart Flex. Beißen. Flex. Oh, ja. Lies mal bitte den Vers mit Feuer nochmal vor. Oh je, der Nächste, der es verteidigen möchte. Okay. Nein, nein, ganz kurz. Ich möchte nur kurz gucken, wie gut du im Deutsch bist. Lies das sogar. Ex-Selefis legen das so aus. Jetzt kommt einer, der... Lies mal nochmal vor. Als er dort ankam, wurde ihm zugerufen, gesegnet ist, wer im Feuer ist. Okay, und dein und Argument ist jetzt... Umgebung ist. Und dein Argument ist jetzt, dass Allah das Feuer ist? Richtig. Da steht, er ist im Feuer. Steht da, er ist das Feuer? Ja, danke schön. Du hast es bestätigt. Er ist im Feuer. Richtig. Steht da, er ist das Feuer? Ich habe nie gesagt, das Feuer. Ich habe gesagt, er ist im Feuer. Du sagst, nein, nein, du hast gerade die ganze Zeit gesagt, Allah ist Feuer. Nein, nein, du hast es gut bestätigt. Im Feuer. Juli kann es bestätigen, Ahmad kann es bestätigen. Ich du hast gesagt, die ganze, du hast, Felix, du hast die ganze Zeit gesagt, Allah ist Feuer. Du hast gesagt, du betest ein Feuergott an. Hast du die ganze Zeit gesagt. Weil Allah im Feuer ist. Deswegen ja, betest du auch dann, und als nur, Feuer jemand, erscheint. Er erscheint nein, 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 aber warte, in nur, einem, jemand als Feuer. Feuer in einem Busch. Juli, ich rede doch gerade mit Flex. Lass mal kurz die Männer reden. Flex, auf jeden Fall. Guck mal, nur weil jemand im Feuer ist, ist er doch nicht das Feuer, oder? Also oder nur Allah, oder sagen wir mal ein ganz kurz. Allah kann Feuer werden. Moment, Allah er ist nicht kann Feuer geworden. Er ist im Feuer. Er ist nicht Feuer geworden. Er ist im Feuer. Also wenn er im Feuer ist, wer ist dann in ihm? Wenn er nicht das Feuer ist, wer ist in dann ihm in ist ihm? Keiner. Aber falls du weißt, kann Gott überall sein. Ah. Ach so, warte mal. Ah, Gott kann überall sein, aber Gott kann nicht Mensch werden. Ui. Oh, was hat denn, warte, was hat denn das eine? Das eine ist, warte, hör mal zu Flex, das eine ist Gestalt. Mal, was hast du nochmal gesagt? Gott kann überall sein, aber Gott kann nicht Mensch werden, richtig? Aber was hat denn eine Gestalt mit einem Ort zu tun, also wo jemand sein kann? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ja. Geh mal auf das ein, was ich dir gerade eben gefragt habe. Ich bin gerade darauf eingegangen, was hat denn eine Gestalt, ein Mensch, sagen wir, ein Wesen mit einem Ort zu tun? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Wir reden über ein Feuer. Guck mal, weißt du, wo der richtige Knockout eigentlich in diesem Text ist? Was ihr sowieso niemals verteidigen könnt, er ist im Feuer. Im okay, Feuer. Jetzt frage ich deine Antwort. Derjenige, ganz kurz, bitte. Okay, derjenige, der im Feuer ist, der gesegnet ist, wer ist das? Was? Der im Feuer ist? Ich will nichts Falsches sagen. Ist, ich will nichts gesegnet ist. Oh, du beladische. Ich habe doch gesagt, du hast mir doch eine Frage gestellt. Ich wollte doch antworten. Die Frage ist, der gesegnet ist im Feuer, wer ist das?
Ich habe den Vers noch nicht, nicht so gelesen, aber wie du es interpretierst, ist das Allah. Ich dachte, wir machen Deutschkurs zusammen. Flex, lies mal bitte den Vers kurz. Da steht im Feuer. Nein, ich dachte, wir machen das Deutschkurs. Jetzt weiß, machen wir ja Deutschkurs. Nein, warte, ich weiß, worauf du hinausgehen möchtest. Du möchtest damit sagen, weil Gott ja auch in Jesus war, also ist Jesus Gott. Aber nur weil jemand in etwas ist, heißt es nicht, dass er etwas ist. Amin. Oder? Amin. Ich helfe dir nochmal. Ich helfe dir sogar. Weißt du was? Wir gehen sogar Next, tief. Du gehst dich auf meine Argumente ein. Du rennst. Amin. Du gehst dich auf meine Argumente ein. Wer ist derjenige, der im Feuer ist, gesegnet? Wer ist das? Allah nach deiner Meinung nach. Also, denn ist Allah das Feuer. Dankeschön, weil du hast gesagt, du hast Flex, bestätigt, Flex, dass er gesegnet ist. Der gesegnet Flex, ist im Feuer, ist Allah. Flex, fertig? wirklich, ich empfehle dir einen Deutschnachhilfekurs. Da steht, guck mal, Armin, ich frag dich jetzt, Ahmed, ich rede. Genau. Dankeschön fürs Heucheln und für deine Lügen. Danke. Holen wir jemand anders, der wenigstens ehrlich ist. Ich möchte keine Heuchler haben. Subhanallah. Bruder, nur Heuchler. Nur ehrlich. Heuchler, Bruder. Das ist Katastrophe. Ein Heuchler nach dem anderen. Jo, was geht? Also, die Verse sind so eindeutig. Da steht im Feuer. Der sagt, ja, aber das heißt nicht so, dass er im Feuer ist und so. Ja, was ist er dann? Wenn er nicht im Feuer ist, was ist er dann? Das ist der Wahnsinn, ja. Moin. Ey, Mann. Das ist Heuchler. Ja. Guten Abend. Gottes Segen, meine Freunde. Gottes Segen. Hi. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unvorbereitet hier reingekommen. Ich ziehe mich gerade um. Die Sache, die ich halt nur nicht verstehe. Ich kann halt verstehen, wenn die sich alle ein bisschen angegriffen fühlen. Aber ich glaube, worauf Flex hinaus will, ist ja die Sache für uns, beziehungsweise im Alten oder im Neuen Testament, ist das Erscheinen Gottes an sich ja nicht so ein Ding halt. Gott offenbart sich bei uns Moses ja auch in dem brennenden Dornbusch. Aber wenn uns jetzt jemand fragt, uns als Christen, kann Gott das tun und das tun, wir werden halt immer Ja und Amen sagen. Oder ist das nicht so? Mhm. Ne? Also wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich versuch mitzukommen, ja. Ja, pass mal auf. Und es geht halt um das Folgende. Wie zum Beispiel dieses Beispiel mit dem Feuer. Mhm. Der im Feuer ist, ist gesegnet. Ich habe diesen Suri jetzt auch zum ersten Mal gehört. Aber ich musste halt auch sofort daran denken, damit wird Gott dementsprechend im Koran auch Allah gemeint sein, richtig? Mhm. So habe ich das jetzt alleine vom Vers sachlich interpretiert. Ohne jetzt ein Hadith dazu zu nehmen, etc. pp. So, wenn du das jetzt aber so nehmen musst, ist ja das mit der im Feuer ist, ist gesegnet, also so wie ich's und ihr auch versteht, ist Gott. Aber wenn man sagt, dass das nicht so ist mit dem Feuer und wenn er jetzt zum Beispiel, wie jetzt der Kollege, der vorhin drin war, das vergleichen wollte, es ist ja nicht wie mit Jesus Christus, denn der Vater ist in Jesus, aber Jesus auch im Vater. Mhm. Ne? Das ist also nicht das Gleiche. Du kannst ja nicht sagen, Gott ist im Feuer und das Feuer ist in Gott. Wobei, vielleicht ist es auch so, keine Ahnung, ne? Kann ja sein. Ja, aber der hat es ja nicht verstanden, hast es ja selber das gemerkt. Halt nicht, Gott hat sich einfach nicht offenbart oder er hat sich gezeigt das als Feuer. Genau das ist es. Er hat die Form vom Feuer angenommen, um zu kommunizieren. Und jetzt ja, aber er hat gesagt, nichts ist ihm gleich. Der wollte es ja komplett ablehnen. Genau, und das ist ja immer wieder das Problem. Wenn du immer wieder nimmst, dass es immer nur dieses thronende Götterwesen über allem ist, was nie eingreift, sich nie offenbart, sich nie zeigt im Fleische oder irgendwie sonst, dann leugnest du doch auch andere Argumente, wie zum Beispiel auch im Alten Testament, im Buch Mose. Richtig. Wer ist denn, das ist nämlich auch so eine witzige Sache, was mir auch erst vor kurzem durch vieles Lesen und Recherchen aufgefallen ist, wer ist denn zum Beispiel Abraham erschienen? Das waren drei, ne? Father, Son, Holy Spirit. Das waren drei Wanderer. Ja. Yeah. Und Abraham, ich habe gerade außerdem, glaube ich, Adam gesagt, sorry. Abraham fiel auf die Knie, ging zurück zum Zelt zu seiner Frau Sarah und hat gesagt, backe Brot und zu seinen Dienern bereite ein Kalb vor und alles.
weil er auf die Knie gefallen ist und gesagt hat, mein Herr, zu drei Wanderern, Abraham, der schon mit Gott gesprochen hat. Ja. Weißt du? Also er hat sich offenbart. Aber er hat diese drei Männer nur den einen angesprochen. Und ist vorhin auf die Knie. Ich habe ihn nochmal hochgeholt, noch zum Verständnis deutsche Sprache. Weil er kann ja ganz kurze Sache. Warum wurde ich von dem Moderator... Hör auf, immer reinzureden, Armin. Nein, sorry, Flex. Sorry, Flex. Aber ganz kurze Sache. Warum hat mich dein Moderator gestummt? Ja, weil du wahrscheinlich ganz viel Müll schreibst, deswegen. Ich habe geschrieben, dass ich das, was du gesagt hast, nicht gesagt habe. Da hat er geschrieben, dass er flüchtet. Ja, wir fangen jetzt ganz von vorne an. Ganz kurz, ich hole noch einen Bruder hoch. Wir fangen jetzt ganz von vorne an. Du bist ja wieder oben, deswegen kannst du gleich reden, aber lass auf jeden Fall jeden ausreden. Ist schon wichtig. Also, wir fangen jetzt ganz von vorne an. Komplett von vorne anfangen. Okay? So. Wir lesen jetzt mal 27,7 und bitte nicht heucheln, weil was ich echt hasse, sind Menschen, die einfach Heuchler sind. Ich mag keine Heuchler, okay? Wenn wir über Gott sprechen, lass uns bitte ehrlich sein, okay? Ich lese diesen Vers nochmal vor, okay? Und wenn du es nicht verstehst, sag einfach, okay, ich bin planlos, ich habe keine Ahnung. Und dann ist auch die Sache gegessen. Lex, willst du den Vers vorlesen, den du mir jetzt gerade dreimal vorgelesen hast? Ich lese dir jetzt einen Vers davor und dann den Vers, okay? Ganz kurz. Warte, wir waren doch gerade noch beim gleichen Thema. Ich wollte jetzt nur kurz eine Frage stellen, die hat nichts mit Gott zu tun. Einfach nur eine Frage. Wenn du schwimmen gehst und im Wasser bist du das Wasser? Also ganz normal. Du kannst aber nicht mit Schwimmen und Wasser vergleichen. Ich habe gesagt, ich rede nicht über Gott. Ich habe dich was gefragt. Das ist aber genau derselbe Vergleich. Nein. Ich habe dir was, antworte doch meine Frage ganz einfach. Armin, ich kann nicht etwas Hohles beantworten, wenn das nichts mit Allah zu tun hat. Okay. Bruder Habibi, bei allen Respekt, ne? Aber Flex ist krasser Typ so, er sieht auch stabil aus, aber Flex ist nicht Chuck Norris, Digga. Nur weil er ins Wasser geht, wird das Wasser nicht Flex. Danke. Gio, du hast es verstanden. Ja, und in dem Vers steht, aber pass mal ich bin noch nicht fertig, Bruder. Hey, du warst doch gerade fertig. Nein, war ich nicht. Ich war ja noch gerade am Reden. Okay. Es geht ja nur darum, deswegen, Bro, mir musst du dir keine Sorgen machen, ich bin immer mit Respekt so, ne? Es geht halt um die Tatsache, du vergleichst halt als deutsch Sprichwort, ohne das jetzt böse zu nehmen, aber du vergleichst ein bisschen Äpfel mit Birnen. So. Das kannst du halt in einer Komplizität, wenn wir über einen Geisteszustand sprechen, nämlich über Gott, eine sehr geistliche und theologische Unterhaltung führen, kannst du das halt nicht mit so einfachen Analogien rüberbringen, weißt du? Das ist zu hoch dafür. Okay. So, ich weiß wahrscheinlich, worauf du hinauskommen willst, aber mit der Methode kommst du nicht an das Ziel, was du dir erhoffst. Okay, Gio. Das ist ja auch das, was Flex die ganze Zeit sagt. Du musst. Gio. Aber er versteht das nicht. Du sagst also. Nein, warte, der Gio, du sagst also. Mit theologischen Beweisen oder auch Quellen etc. Damit musst du kommen. Das ist ja, was wir hier machen. Wenn ich jetzt irgendwas wissen muss, bevor ich. Nicht, dass ich dir jetzt unterstelle, auf keinen Fall. Aber bevor ich jetzt irgendeinen Schmarrn rede. Schlag lieber hier meiner Bibel nach. Ja, aber warte, wenn du willst, dass ich mit Quellen komme, Flex liest einen Vers vor und interpretiert das so, wie er möchte. Nein, doch, er interpretiert das so, ganz wie er kurz, möchte. Ganz Bruder, kurz, guck mal, er nimmt das so, wie es im Koran drinsteht. Jungs, bitte, ganz kurz. Guck mal, Flex, geh mal auf stumm. Ich war doch gerade am Reden. Ich bin noch nicht fertig, geh mal kurz auf stumm, für ein paar Sekunden. Das ist das Problem. Wir hatten vor drei Tagen haben wir einen Imam gehabt. Er hat geheuchelt und hat gesagt, nein, diesen Sahih nehme ich nicht an. Wie kann man ein Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim ablehnen und sagen, ich sehe gerade, dass das dem Koran widerspricht und deswegen nehme ich das nicht an. Ein Imam, der sich selber belügt und sagt, hey, nein, das nehme ich nicht an, weil das ist nicht, das passt nicht. Warum? Weil der widerspricht dem Koran. Warum heuchelt ihr von
A bis Z. Warum? Die Sachen sind klar und deutlich. Wenn das die grüne Farbe hat, dann sagt ihr, nee, das ist blau. Wenn das blau ist, sagt ihr, das ist schwarz. Wenn das schwarz ist, sagt ihr, das ist grün. Warum? Ihr malt euch die Religion so aus, so wie ihr wollt, ist mir aufgefallen. Kann ich jetzt? Kann ich jetzt flex oder muss ich noch stumm bleiben? Du kannst reden. Ich sag dazu nicht mehr viel. Okay, wenn ihr in eurer Religion ins Paradies kommt, geht der Geist ins Paradies oder was geht ins Paradies? Der Geist. Okay, der Geist. Die Seele, ja. Nein, die Seele geht ins Paradies. Wenn die Seele jetzt im Paradies ist, ist sie das Paradies? Genau, und genau das habe ich versucht, dir zu erklären, Digga. Oder ich glaube, du verstehst das nicht. Jetzt gehen alle dazwischen. Ich habe Flex gefragt. Nee, du redest doch nur mit mir. Nee, du hast doch gerade mich gefragt, oder nicht? Habe ich dich gefragt? Nein, ich habe doch Flex gesagt. Ach so, weil ich geantwortet habe. Dann tut's mir leid. Ich habe Flex gefragt. Deswegen erstmal einer und dann der andere. Du kommst mit Radio, dann Fernseher, dann PlayStation, dann Schwimmbad und jetzt. Ich komme damit. Wissen, wann habe ich denn PlayStation gesagt? Wir verstehen, worauf du hinaus willst. Das hat der Bruder Gio, Jojo, Sepper vorhin euch aus. Einfach nur Gio oder so. Okay, dann will ich mal eure Interpretation dahinter verstehen. Warum denkt ihr, wenn dort steht im, dass er es sein soll? Weil hast du gehört, was ich gesagt habe, Armin? Ganz kurz. Der im Feuer ist, der gesegnet ist. Wer ist das? Redest du jetzt darüber, der im Feuer ist oder der das Feuer ist? Ey, Mann, das ist nicht sein Ernst. Warte mal. Flex, darf ich kurz? Ganz kurz. Stellst du dich gerade dumm oder tust du so gerade? Jetzt mal ohne Spaß. Flex, was verstehst du denn darunter nicht, dass jemand im Feuer sein kann? Zum Beispiel wie bei euch jemand im Busch sein kann? Also in eurer Religion hier. Das wollte ich gerade erklären, das mit dem Busch. Der Gio hat doch gerade eben gesagt, irgendwie euer Gott hat sich im Dornbusch, Dings da, wie heißt das? Genau, ich bin herabgekommen, um es aus der Sklaverei zu befreien, hatte zu Moses gesprochen. Aus dem Busch. Ich bin herab, weil du ja gesagt hast, nicht böse Bruder, aber ich gesagt habe, weil du gesagt hast, wegen Deutschkurs. Vielleicht kann man das so sehen. Wir haben ja den christlichen Glauben. Wir leben nach unserem Glauben. Und bei uns ist es ja wirklich, er ist herabgekommen in Form dieses brennenden Dornbusches. Dieser Dornbusch hat von Anfang an gesagt, auch zu Moses die Worte gesprochen, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf den du bist oder auf den du gehst, ist heilig. Er hat die Schuhe ausgezogen, weil alles, was der im Feuer war und alles um ihn herum, was war? Heilig. Genau, wie es in der Sure beschrieben ist. Okay, ganz kurz, Gio. Steht bei euch, so wie du es gesagt hast, er kommt in Form eines Dornbusches? Nein, er kam nicht in Form eines Dornbusches, er ist herabgesandt und der Dornbusch hat gesprochen. Und selbst wenn er in Form eines Dornbusches wäre und man das so interpretiert, ist das für uns Christen nicht schlimm. Weil wenn uns einer als Christ fragt, kann sich Gott als eine Feuersäule manifestieren, um Menschen zu beschützen, die verfolgt werden, dann sagen wir nicht nein, wir sagen ja. Denn das hat er getan. Aber guck mal, das, was ihr nicht versteht, das probiere ich euch nur ein bisschen, das probiere ich euch nur zu erklären. Was versteht ihr denn daran, wenn jemand im Feuer ist, dass er nicht das Feuer sein muss? Weil es für uns nicht das Problem wäre, wenn er das Feuer wäre. Das ist genau. Nur für euch das Problem. Also, genau. guter Punkt. Da drinne steht nicht, dass er nicht das Feuer ist. Das ist deine Interpretation. Du interpretierst es so, wie du es willst. Okay, weißt du was? Ich nehme den. Was hast du gerade gesagt, Flex? Dass er nicht das Feuer ist? Das sag ich doch die ganze Zeit. Das wie du willst, oder? Es fing ja alles damit an, dass er gesagt hat, so wie kann Gott Mensch werden und dies und das. Und dann hat Flex halt diesen Vergleich gegeben, auch so wie. Guck mal, ihr limitiert Gott einfach. Gott kann machen, was er möchte, wenn er sich dafür entscheidet, dass sein Wort zu Fleisch. Aber kannst du einen Menschen mit einem Etwas vergleichen? Aber Jesus ist ja kein Mensch, Bro, für uns. Verstehst du das? Er ist kein Mensch. Aber er war doch in einem Menschenkörper, in einem Fleisch. Oder ja, was? Er ist 100%. Jetzt pass mal auf, weil du ja sagst, man muss kommen mit Logik und alles. Ich habe eine Unterhaltung auf meinem. Wann habe ich das denn gesagt? Nee, ich meine, weil oft höre ich das halt auch von Muslimen. Man muss aber das du sagst mit jetzt Logik ich. Und alles betrachten. Nein. So, das war im Allgemeinen geredet. Ach so. Guck mal.
Weißt du, wie man das gut beschreiben kann mit Jesus für uns als Christen? Und das macht mathematisch keinen Sinn, aber genau so ist es. Er war 100% Mensch und 100% Gott. Mhm. Okay. Oh Mann. Und jetzt frage ich eine Frage. Jetzt frage ich eine Frage. Für mich macht das jetzt aber auch mich oder? Ja, dich, Gio. Für mich jetzt als Moslem würde das keinen Sinn machen. Und für andere Mathematiker oder so würde das keinen Sinn machen. Ja, aber. Wenn wir euch probieren, etwas zu erklären, dann macht es für euch keinen Sinn und dann ist es schlimm. Aber, ganz kurz, Flex, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Die Sachen, die du erklärst, woraus nimmst du die Sachen, die du erklärst? Ja, nimmst du die Sachen, ich lese die Quellen so, wie sie drin stehen und nicht anders. Welche Quellen? Du liest die Verse und dann interpretierst du die so, wie du möchtest, oder? Ja, Bruder, wenn im Koran steht, der Apfel ist rot, Digga, dann willst du eine Erklärung, dass der Apfel blau ist oder so, also, Bruder? Also, jetzt mal also, ernst. Ahmed, auf deine Aussage jetzt, in der Bibel gibt es viele Sachen, die nicht erklärbar sind. Aber nenn mir mal eine. Okay, ich nenne dir jetzt eine, Gio. Hier schließt es vor. Warte mal, nein. Stopp. Guck mal, hör mal zu. Wir bleiben jetzt so bei diesem Thema, ja? Nur bei diesem Thema, ja? Und für die Erklärung haben wir genug Kirchenväter, ja? Warte. Nein, lass mal ausreden, ihr habt Kirchenväter. Nein. Okay, der redet die ganze Zeit rein, deswegen habe ich... Du hast doch gerade mit mir geredet, Flex. Eine Sekunde, bitte. Also, du sagst, ich lege den Vers so aus, so wie ich will. Also, wenn ich jetzt sage, das hier, was ist das für eine Farbe hier? Das hier, was ist das hier für eine Farbe? Oh Leute, ich bin gleich wieder da. Weiß. Was ist das hier? Das sieht aus wie weiß, wo du deinen Finger hältst. Okay, das ist weiß. Was ist das hier für eine Farbe? Gelb oder orange. Okay, alles klar. Wenn da steht orange, ist es dann gelb oder ist es orange? Okay. Aber anscheinend, nein, du hast recht. Wenn da steht orange, ich gehe auf deine Frage ein. Da steht orange. Aber dort steht nicht, wenn du auf den Vers hinausgehen möchtest, dass er das Feuer ist. Er sagt, da steht, er ist im Feuer. Das ist was anderes. Das kannst du nicht zu 100% so verstehen, wie du es möchtest. Er ist im Feuer. Aber nur weil er im Feuer ist, ist er doch nicht das Feuer. Was verstehst du denn darunter nicht? Derjenige, der im Feuer ist, der gesegnet ist, ist wer? Er ist im Feuer und ist gesegnet. Allah, aber er ist nicht das Feuer. Also, er ist im Feuer. Bitteschön. Aber er ist nicht das Feuer. Heißt, du kannst nicht sagen, es ist ein Feuergott. Er kann doch überall sein, wo er möchte. Allah ist überall. Er kann überall sein, wo er möchte. Allah kann im Feuer sein, aber Allah kann kein Mensch sein, richtig? Nein, weil in eurem eigenen Buch steht, ich kann dir vorlesen, Schlachter 1952, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und es tun, sollte er etwas reden und es nicht halten. Amen. Das hast du jetzt nicht gebracht. Dann antwortest du darauf. Sehr schön gesagt. Amen. Amen, hast du sehr schön gesagt. Antworte drauf. Ahmed oder Flex? Antworte drauf. Irgendjemand von euch, ist mir egal. Okay. Gott ist kein Mensch, der lügt, noch ein Mensch, der seine Meinung ändert. Richtig? Das steht. Nein, Gott ist kein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Ah ja, genau. No son of man that changes mind. Genau. So, jetzt frage ich dich was. Treffen diese Beschreibungen nicht auf eine Person zu? Was? Genau das, was du vorgelesen hast. Also für mich selber trifft es auf niemanden zu, weil Jesus war ja ein Mensch. Hat Jesus gelogen? Hä? Hat Jesus gelogen? Nein, genau, darauf gehe ich jetzt hinaus. Guck mal. Nee, warte, beantworte mich. Ich gehe darauf hinaus. In eurem Buch, in euren Büchern, ja, warte. Aber das ist eine, ja, nee, in unseren Büchern hat er nicht gelogen. Lass mich doch darauf hinausgehen. Ich sag dir auch warum. In eurem Alten Testament steht doch drin, eine Frau, die Ehebruch begeht, soll gesteinigt werden, oder? Genau, laut dem Gesetz Mose. Genau. Aber von wem kriegt Mose das Gesetz? Von wem? Das Gesetz, was von Mose ist, ist das Gesetz Mose. Die 10 Gebote sind die 10 Gebote. Und das hat Mose sich selber ausgedacht? Nein, er hat die 10 Gebote bekommen. Von wem? Von Gott. Okay, dann ist das nicht Moses Gesetz, sondern das Gesetz von Gott. Nein, jetzt lies mir mal bitte das. Das hat Moses weitergegeben. Warte, Armin, Bruder. Jetzt lies mir das Gebot vor, welche Nummer des Gebotes geschrieben steht, du sollst deine Frau, die Ehebruch begeht, steinigen. Ich habe dich gefragt. Nein, das steht ja nicht in den 10 Geboten, aber du sagst gerade,
Nein. Ich habe nicht gesagt, die Gebote sind das. Ich habe gesagt, wenn etwas von Gott kommt und Moses daraus etwas entschlossen hat, dann kommt es trotzdem von Gott, weil er es ja von Gott bekommen hat. Es ist genauso wie es ist genauso wie mit einem Lehrer und einem Schüler. Ein Lehrer bringt dir was bei und das, was du beigebracht bekommst, das verbreitest du. Das ist genau das Gleiche. Und jetzt guck mal, Jesus dort steht. Wenn eine Frau gesteinigt wird, soll sie, wenn eine Frau Ehebruch begeht, soll sie gesteinigt werden. Ja, alles gut, ich weiß, und was im du neuen, Gio, im Neuen Test, hör zu, im Neuen Testament steht, dass eine Frau zu Jesus gebracht wurde. Eine Frau wurde zu Jesus gebracht, wo viele Leute gesehen haben, dass sie Ehebruch begangen hat. Genau. Und die haben es bestätigt und dann hat Jesus gesagt, jemand, der von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll einen Stein werfen. Oh, das ist ja ganz schön merkwürdig. Erste Sache, er hat selber keinen Stein geworfen. Erste Sache. Und zweite Sache, laut seinem eigenen Gesetz, weil er ja Gott ist, hätte er sie steinigen müssen. Warum hat er es nicht gemacht? Ganz kurz. Wer ohne Sünde ist, werf den ersten Stein. Habe ich mir schon gedacht. Stein zu werfen und hat es nicht gemacht. Also der Armin meint jetzt, weil Gott ja die Tora geschrieben hat und da drin steht, dass man steinigen soll, wieso hat Jesus dann nicht gemacht? Hallo, Juli, was setzt du mir da im Mund? Ich habe nicht gesagt, Gott hat die Tora geschrieben, das habe ich gar nicht gesagt. Gottes Wort ist und dass Gott... Ist bei euch die Tora nicht Gottes Wort? Beruhig dich doch mal, du bist so auf... Entspann dich, alles gut, wir haben Zeit. Also du hast ja vorhin gesagt, wieso hat Gott Jesus sie dann nicht gesteinigt, wenn er dann doch Gott ist und er in der Tora das dann halt gesagt hat, dass man das machen muss. Ja? Jesus hat das neue Gesetz gebracht, ja? Das habe ich ja gesagt. Er hat die Gnadenzeit eingeläutet. Genau. Jesus hat das neue Gesetz gebracht, ja? Und Jesus hat auch geclaimt, dass er Gott ist, indem er gesagt hat, bevor Abraham Yahweh, ja? Er war von Anfang an da. Und Jesus ist Gott. Und wenn Gott sein Gesetz ändern möchte, dann kann er das machen. Ganz einfach. Aus seiner Gnade und aus seiner Liebe heraus hat er das gemacht. So, und das ist eine sehr starke Aussage. Warte. Bring mir mal den Vers, wo er seine Quelle geändert hat. Also wo er gesagt hat, Frauen sollen nicht gesteinigt werden. In den Prophezeiungen steht geschrieben, halte diese Gesetze. Ja, die sollten diese Gesetze halten, bis was passiert? Wie, bis was passiert? Ja, wo soll ich das wissen? Das ist deine Religion. Deswegen erkläre ich dir das. Bis der Messias kommt, Bro. Der alte Bund gilt immer noch für das Haus Israel. Genau. Und dann kam der Messias und dann beging der neue Bund. Mit der neuen Bundeslage, mit Theotokos, mit der heiligen Mutter Maria und der Geburt des ewigen Lammes Gottes. Ich frage dich jetzt nochmal die gleiche Frage, Gio. Bring mir den Vers, wo im Neuen Testament drinsteht, eine Frau darf nicht gesteinigt werden, wenn sie Ehebruch begeht. Willst du jetzt wortwörtlich den Vers, wo steht, eine Frau darf nicht gesteinigt werden, den finde ich nicht, weil es den nicht gibt. Ich rede nicht mit dir, Juli. Warte. Ich spoilern? Nein. Das ist genau das gleiche Prinzip. Kurz spoilern, bevor du die Frage stellst, den Vers, ich bin Gott, bietet mich an, gibt's auch nicht im Neuen Testament. Was? Nein, die Frage wollte ich dir stellen, aber okay, dann hast du es jetzt selber gesagt. Aber auf jeden Fall, wenn es den Vers nicht gibt, das ist genau das gleiche Prinzip wie im Islam. Wenn jemand was fragt und ein Muslim darauf die Antwort nicht weiß oder etwas nicht weiß, dann heißt es auf einmal, ja, ist alles falsch. Wisst ihr? Aber Bro, vielleicht, weil man die Frau nicht steinigen soll, steht nicht Wort für Wort, so wie du es hören willst, aber du hast die Geschichte, die das symbolisiert, doch selber gerade erzählt. Welche Geschichte? Mit der Frau, das geschrieben steht, wer ohne Sünde sei, werfe den ersten Stein. Damit hat er das den Leuten gezeigt. Naja, aber noch viel besser in Johannes 12,47 lesen wir ja auch, und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Amen. Amen. Deswegen, das Amen ist schon mal eine Antwort an dich, Armin, zu der Frage, die du gestellt hast. Das lesen wir im Neuen Testament. Genau. Warte, das war jetzt die Antwort darauf. Wo stand denn da das, was ich möchte?
Wo stand denn das, was ich wollte? Das steht da nicht. So okay, okay. Jojo, ich frage dich jetzt. Du vergisst, dass Jesus das Wort Gottes ist, mein Lieber. Jojo, er ist Gio, das Wort Gio, Gottes. Jojo, das heißt, wenn Jesus gesprochen hat, dann Juli, ist das so, dann ist das sein neues Gesetz. Verstehst du, was ich meine? Gio, guck mal, Gio. Ich frage dich jetzt nochmal, wo steht im Neuen Testament jetzt, ohne zu interpretieren, du hast jetzt gerade diesen Vers gebracht mit dem, wenn einer ohne Sünde soll einen Stein werfen, ohne da rein zu interpretieren, wo steht da, dass das Gesetz nicht mehr vorhanden ist? Du okay, warum hat er nicht gedacht? Warte mal, warum hat er nicht gedacht? Du verstehst es nicht, Digga. Warum? Der will nicht verstehen. Was du willst es nicht verstehen. Du willst es gar nicht verstehen. Warum? Guck mal, ich verstehe nichts, wenn mir hier 10 Leute sagen, du willst es nicht verstehen. Einfach nur ruhig sein. Leute, ganz kurz, bitte. Ahmed, sag nicht, Wallahi, du bist ein Jahil, du bist noch ein größerer Jahil. Du kommst die ganze Zeit von der Seite und alles, was aus deinem Mund kommt, Ahmed, ist nichts Gutes. Also, bitte, bitte. Okay, Leute, eine Sekunde bitte. Armin, alles gut, du hast uns erleuchtet heute. Du hast uns richtig platt gemacht, alles gut. Hast du gut gemacht. Was soll das denn jetzt? Ich will doch, dass ihr auf meine Fragen eingeht. Warum geht ihr denn immer von den Fragen weg? Nein, aber guck mal, Gio, ich rede mit dir, jetzt im Ernst, ich rede mit dir respektvoll und dann kommt ein Ahmed und sagt, Wallahi, du bist ein Jahil. Was ist das denn? Ahmed, einfach leise sein, einfach leise, nicht reden. Ich rede, was ich will. Nein, einfach nicht reden. Du hast keinen Respekt. Geh runter. Habibi, ich rede, was ich will. Ich rede, was ich will. Ja, geh runter, du bist ein Kind. Amin, ganz gut. Du hast uns heute erleuchtet, alles gut. Flex, ich will dich nicht erleuchten. Im Endeffekt ist es deine Sache, was du machst. In Yawm al-Qiyama werden wir sehen, wer von uns beiden recht hatte. Es ist deine Sache. Ich sag dir, Flex, wenn du weiter an drei Götter glauben möchtest, dann ist das deine Sache. Es ist nicht wir mein. Glauben nicht an drei Götter. Wir glauben nicht an drei Götter, ist es, falsch. Guck mal, Al-Yawm al-Qiyama, wenn dein Gott. Guck mal, genauso ist das falsch, wenn du sagst, ich glaube an einen Feuergott. Ich sag auch zu dir, du glaubst an einen Dreigott. Du glaubst an drei Götter. Amin, Bruder, nenn mir mal, ich gebe jetzt die Frage zurück, nenn mir mal die Bibelstelle, wo steht, ihr glaubt an drei Götter. Warte. Dazu gibt es keine Bibelstelle, aber ihr sagt doch, es gibt die Trinität. Oder gibt es in der Bibel einen Vers von der Trinität? Ich will aber etwas ohne rein zu interpretieren. Nein. Gibt es in der Bibel einen Vers von der Trinität? Ja, gibt es. Oh, ich wollte es Ihnen gerade erklären. Alles gut, es hat keinen Wert, weil ich merke, das ist Zeitverschwendung. Das hat keinen Wert. Saugt Energie. Der Kerl ist ein Zeitfresser und ganz ehrlich, mit so jemandem kann ich keinen Dialog führen. Das geht nicht. No. Ich nehme ihn vielleicht irgendwann mal wieder hoch, wenn es ruhiger ist und so, aber der Kerl will ja gar nichts verstehen und darauf habe ich keinen Bock. Das ist zu viel. Genau. Leute, ihr seht ja, die letzten Tage hatten wir so viele Gespräche mit einigen Muslimen. Der eine, der andere war ehrlich, hat nicht gelogen, hat auch nicht geheuchelt. Der andere sagt halt nun mal nicht die Wahrheit. Dann kommt der eine rein, der debattiert und lehnt einfach irgendwelche Sahih-Hadithe ab. Und hey, was soll ich sagen? Ja, without lies, Islam dies. Und das ist einfach ein Fakt. Daran wird sich auch nichts ändern. Es ist einfach ein verdrehtes Evangelium, aber ich glaube, niemand kann mit Gottes Wort spielen und Gott wird immer die Wahrheit da reintun, dass es jetzt, was alles hochkommt. Die Wahrheit kommt einfach raus. Ganz einfach. Die Wahrheit kommt einfach ans Tageslicht und auf jeden Fall. Ja. Hat sowas ähnliches nicht auch Nikodemus gesagt, der heilige Nikodemus? Der hat auch gesagt, wenn es das Werk vom Menschen ist, wird es von alleine zu Fall kommen, aber wenn es das Werk Gottes ist, wird es ewig bestehen oder so ähnlich. Auf jeden Fall. Oh Mann. Auf jeden Fall. Deswegen, es muss ja jemand die Wahrheit sagen, jetzt was Flex macht oder die anderen Brüder. Es muss ja, die Wahrheit muss ja gesagt werden. Ja, die haben einfach jetzt die Tora genommen und das Injil und haben da so eine Disney-Geschichte draus gemacht, einfach so, ja. Absolut. Es ist, und dann können die nicht verstehen, die denken dann so mit Menschenlogik so, boah, wie kann Gott denn Mensch werden und auf Klo gehen und die denken so auf ein, nichts Göttliches im Kopf einfach, null Göttliche, die haben nicht den Geist Gottes und die werden es nie verstehen. Na, es kommt halt darauf an, wie man das, Julie und die anderen, wie man das alles interpretiert, ne, also ich würde es witzig finden, sage ich ehrlich, weil es ja auch so ist, weil ich und wir alle das hier auch glauben, es ist einfach auch eine gewisse Art von Ironie, ne?
Man sagt immer, das Schicksal gibt sich zurück. Andere Kulturen haben das interpretiert als Karma, ne? Wie zum Beispiel in der indischen oder in der buddhistischen. Ich weiß jetzt nicht, wo Karma wirklich herkommt. Gott hat ja gerade auch im Alten Testament immer sehr, sehr viele, nennen wir es mal, ironische Dinge getan. Erinnert euch mal an das Massaker der Kinder zur Geburt Mose. Was war dann die 10. Plage? Er nahm jeden Erstgeborenen der Menschen Ägyptens, also den Erstgeborenen des Pharaos und all die, die nicht Hebräer waren, beziehungsweise, das ist auch krass, diejenigen, die nicht ihren Türrahmen mit Lammblut beschmiert haben. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Ja. Ja, das Blut des Lamms schützt dich vor dem Zorn des Herrn. Ja, aber ja, die wollen nicht die Wahrheit wissen, die wollen nicht, die haben Angst vor der Wahrheit. Ich möchte noch was kurz hinzufügen, Leute. Erstmal vielen, vielen Dank, Leute. Ich weiß, es ist relativ sehr, sehr spät. Ne? Da sind die meisten schon am Einschlafen hier im Stream. Nichtsdestotrotz, Leute, kann ich nur eine Sache hinzufügen. Jesus Christus ist die Wahrheit, ja, das ewige Leben. Und dabei bleiben wir. Ne? Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Ich folge ganz bestimmt nicht und ich folge ganz bestimmt nicht kein Gott, der zwei rechte Hände hat, sein linker Fuß, der nicht existiert, ein Schienbein hat und am jüngsten Tag des Gerichts entblößt sich dieser Schienbein, ja, an so einen Gott glaube ich ganz bestimmt nicht. Und dann fliegt auch noch dieses Schienbein, also da halte ich mich ganz stark fern, ne, ist einfach so, da halte ich mich einfach fern. Deswegen, ja. Leute, ich küsse eure Herzen, wir machen jetzt an dieser Stelle eine kleine Pause. Raphael, Bruder, wir machen eine Pause. Ja, wir gehen schlafen. Ja, ich bleib noch ein bisschen wach, aber auf der Couch, ich penne in der Couch ein. Ja, ich lebe immer noch auf 3 Stunden Schlaf. Gestern war schon heftig, das Livestreamer. Richtig powerful. Ich war gestern auch dabei mit Ahmed, dem Ex-Muslim. Ey, der Typ war der Hammer, Alter. Ahmed sollte eigentlich, guck mal, ich versuche den jetzt mal einzuladen. Wenn er kommt, den mache ich durch. Aber ansonsten. Aber wenn du müde bist, wenn du müde bist, Bruder, geh auch schlafen. Ne? Du brauchst deinen Schlaf auch. Ja, ich bin müde, aber wenn Ahmad kommt, dann wird es nochmal ein bisschen interessanter, ne? Weil der kommt dann immer so mit seinen Quellen und so. Und der Typ ist eine Maschine, der ist nicht normal. Ja, Ahmad ist brutal. Ja, Leute, wie gesagt, dann bedanke ich mich. Aber bevor ich gehe, Leute, alle mal bitte mal ein Herzchen für Jesus Christus hier in den Chat, ne? Und alle mal eskalieren lassen, ne? Einmal bitte alle ein Herzchen für Jesus Christus in den Chat. Mal, ein Herz für Christus ist alles, was wir geben müssen, ne? Naja. Amen. Mehr als genug, ja, Leute. Ja, und rettet eure Seelen, wirklich. Genau. Eure Seelen, Leute, bitte. Leute, wie gesagt, Leute, ich weiß, heute war ich ein bisschen zu knallhart mit meiner Wortwahl, aber es bin halt ich. Ne? Wenn ich merke, dass die Leute heucheln, dann fange ich an, wirklich knallhart zu sein. Aber ja, wie gesagt, ich bleibe trotzdem in der Liebe. Und Shoutout geht raus an die Jesiden, an die Armenier, an unsere lieben Italiener, Pole, an Russland geht nochmal ganz, ganz viel Liebe raus, ja. Das, was da passiert ist, ne, das ist echt sehr, sehr traurig. Polen. Wirklich ganz, ganz viel Liebe und sehr, sehr viel Liebe auch für die Aramäer und Armenier. Habibi. Deswegen, Leute, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause. Ich bin so müde. Ja. Leute, Gottes Segen, Bruder Herz. Leute, vielen, vielen Dank. Es war sehr unterhaltsam. Ich hoffe, ich kann bald mal wieder hochkommen. Ich verfolge deine Streams regelmäßig, Flex. Das ist wirklich cool. Auch die anderen sind immer cool drauf. Und ja, es würde mich echt freuen, wenn ich mal wieder mit euch auch diskutieren und auch ein bisschen reden, also mit den anderen. Mache ich gerne so. Ich versuche das auch gerade so ein bisschen zu machen, dass... Und für die lieben Muslime, die mich gerade Mushrik nennen, ja, Leute, ich liebe es, ein Käfer zu sein. Es ist so schön. Ich liebe es, so ein richtiger Mushrikin zu sein. Ich liebe es. Ich weiß nicht, wie schön ich Mushrik noch aussprechen soll. Es ist so schön. Ein Mushrik. So wunderschön. Aber ich nehme noch das andere Wort. Ich liebe es, ein Käfer zu sein. Es ist so schön.
Es ist so schön, ein Käfer zu sein. Ich küsse doch eure Herzen. Ja? Aber wirklich. Hauptsache, wir haben Jesus. Alles andere ist egal. Richtig. Wir sind alle ein Käfer. Ja. Ein Käfer. Wir lassen uns nicht belabeln von Menschen aus Fleisch und Blut. Wenn jemand uns ein Label geben kann, dann ist es ein lieber Gott, der Wahrhaftige. Richtig. Und wir sind alles seine Kinder. Danke, Flex, auch. Amen. Genau. Danke an die Brüder, die auch da waren. Richtig. Und die Zuschauer. Nochmals. Love, 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 love. Richtig. Jesus liebt euch, wir lieben euch. Alles gut. No hate. Also Leute, ich küsse eure Herzen und wie gesagt, I love you guys und ich würde sagen, bis morgen. Ne? Am Freitag, bis morgen. Bevor ihr überhaupt alle geht, am Freitag werde ich, wenn alles gut läuft, mit Mensa live kommen und dann werden wir nochmal wirklich ordentlich nochmal predigen, nochmal das Wort Gottes verkünden und genau. Wollte ich euch nur noch mal sagen. Und wie gesagt, Leute, jetzt machen wir eine Pause. Und bye bye. Peace out. I love you guys. Bye bye. Gottes Segen, Bruder. Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Amen. Gottes Segen.